Willkommen bei Mumpitz und Glitzer. Diesmal mit einer ganz neuen Folge und zwar heißt die On Topic. Dieses Mal sprechen wir über Club Kids und wenn ich wir sage, meine ich damit Markus. Hallo Markus. Hallo. Ja, wir machen heute ein Kooperationsprojekt und das ist zugleich aber auch die 20. Folge vom E&U-Gespräch. Diesmal ohne Benjamin und auch ohne Daniel und wir versuchen das jetzt einfach mal so. Genau. Wir hatten uns das jetzt so überlegt, dass ich so ein bisschen die Moderation mache, das Gespräch so ein bisschen lenke. Vielleicht zuerst, warum wir überhaupt auf das Thema gekommen sind. In E&U-Gespräch Nummer 18 haben Benjamin und ich ja über Lee Bowery geredet und da hattest du in einem Kommentar dann noch dazu geschrieben, dass uns ein Bezug da total flöten gegangen ist, nämlich der zu den Club Kids aus New York. Ungefähr Mitte, Ende der 80er bis Mitte, Ende der 90er waren die da ja aktiv. Und die haben wir überhaupt nicht erwähnt. Und ehrlich gesagt hatte ich die auch gar nicht so auf dem Schirm. Und deswegen war jetzt halt die Idee, dass wir das Ganze mal so ein bisschen in einem Extra-Podcast aufrollen. Und es hat sich dann ja auch herausgestellt, dass du da einiges drüber weißt, über das, was da so passiert ist in der Zeit. Und ich nur so ein ganz bisschen da. Ich hatte da mal ein bisschen was von gehört. Und deswegen jetzt die Idee, dass wir da jetzt einen extra Podcast zu machen. Genau. Und damit habe ich dann auch gleich mal angefangen, ein komplett neues Projekt bei Mumpitz und Glitzer zu starten, nämlich On Topic. Da werden wir dann tatsächlich jetzt, ich werde da halt häufiger Themen besprechen, die wirklich nur punktuell auf ein Thema beschränkt sein werden. Und das ist jetzt schon mal ein ganz schöner Start, vor allem mit einem sehr, sehr großen Thema. Ja, also ich hatte von den Club Kids schon mal gehört, vor ein paar Jahren, von einem Bekannten, mit dem ich zusammen diesen Film gesehen habe, der das Leben halt von diesem Hauptprotagonisten Michael Alec, über den wir ja gleich dann vor allen Dingen sprechen werden. Also dieser Film zeichnet dessen Leben nach. Party Monster heißt der Film. Und ich habe diesen Film halt damals mit meinem Bekannten geguckt und bin so halt überhaupt auch erst darauf aufmerksam geworden, auf diese Club Kids-Szene. Die Zeit da in den 80ern, 90ern in New York. Aber diesen Bezug zu Lee Bowery habe ich überhaupt nicht hergestellt. Wir können aber nachher vielleicht auch nochmal drüber diskutieren, wie wir da die Parallelen und Bezüge so sehen, weil ich bin mir da gar nicht so sicher. Also ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass vielleicht ist das auch wirklich so parallel gelaufen, was da in New York passiert ist und in London. Ich habe mir diesbezüglich auch einige Dokumentationen mal wieder angeschaut und musste echt feststellen, dass es eigentlich alles Hand in Hand geht. Wir werden ja jetzt im Endeffekt uns entlanghangeln an der Geschichte von Michael Alec, werden aber noch ein paar Exkurse in Richtung Andy Warhol machen, Lee Bowery, den du ja schon angesprochen hast, und die sogenannten Blitzkids, die ja sozusagen im Endeffekt die englischen Club Kids sind. Und wenn wir uns die jetzt anschauen, werden wir auch relativ schnell merken, oder wenn man sich auch Fotos anschaut, dass sie sich gegenseitig sehr, sehr beeinflusst haben und teilweise auch miteinander irgendwie was zu tun hatten. Das ist ganz interessant, wie ich finde. Ja, wollen wir denn direkt in Michael Alec einsteigen, der so ein, ja, schon irgendwie so die zentrale Figur war. Er und dieser James St. James, ne? Genau, wobei Michael Alec eigentlich mehr die Person war, die alles organisiert hat und alles in die Hand genommen hat. Also ohne Michael Alec wäre dieses ganze Prozedere mit den Partys, mit dem ganzen Bewerben und diese ganze Show-artige Elemente, die da in diesem Club Kids-Universum eine Hauptrolle gespielt haben, überhaupt nicht so weit gekommen. Denn er ist sozusagen das Gehirn hinter diesen ganzen verrückten Geschichten. Okay, dann lass uns doch jetzt mal systematisch irgendwie anfangen. Also wer war denn Michael Alec? Beziehungsweise wer ist Michael Alec? Der lebt ja schließlich noch. Genau, Michael Alec lebt noch, genau. 1966 geboren in Indiana, also irgendwo in der Pampa. Also das ist auch so ein bisschen die Geschichte, die in den Dokus, die ich halt, oder auch in dem Film, das ist ja so dieser Film Party Monster ist ja so eine quasi dokumentarischer Spielfilm. Genau. Und da wird ja auch so ein bisschen die Geschichte erzählt, dass Michael Alec halt ja so der Typ, der Junge vom Land ist, der dann in die große Stadt kommt. So. Genau, der kleine Junge, der im Endeffekt schon als kleiner Junge auch immer an Geschäfte gedacht hatte. Da erzählt die Mutter auch so schön, dass er in der Schule halt mit so einer Bonbonkiste in die Schule gekommen ist und den Kindern halt, die ihn immer so ein bisschen vermöbelt haben, ja, Süßigkeiten überteuert verkauft hat. Genau, das ging dann so lange, bis der Direktor festgestellt hat, dass er extrem viel Kohle damit macht und teilweise irgendwie ein bisschen mehr als er im Monat verdient. Deswegen hat er ihm das untersagt. Aber da sieht man so ein bisschen, bei Michael Alec war das halt immer im Hinterkopf,
wie werde ich schnell reich und berühmt sozusagen. Zugleich war er aber ja jetzt auch nicht unbedingt der Beliebteste in der Schule. Also er ist ja dann doch irgendwie auch gehänselt worden von seinen Mitschülern oder gemobbt oder so. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, also oder er war nicht der beliebteste Schüler. Er war im Endeffekt jemand, der auffällig war. Er war laut, er war schrill. Er war halt auch eine kleine Tunte, muss man halt sagen. Es ist halt, er war sehr, sehr auffällig. Seine Mutter sagt auch sehr gerne, er war jemand, der immer Streiche gespielt hat, Leute immer aufgezogen hat und immer so kurz bevor es irgendwie jemand gemerkt hat, dann hat er schon angefangen zu sticheln. Und es gibt so ein ganz schönes Foto, das man von ihm sieht als kleinen Jungen, wo er mit seinem großen Bruder fotografiert wird. Und man sieht dann so seine kleine Hand, die jetzt gerade sozusagen darauf ausgelegt ist, den großen Bruder sozusagen zu pieksen, um ihn halt zu ärgern. Und okay. Das wird dann schön auf dem Foto festgehalten. Und das ist im Endeffekt so, wie die Mutter ihn auch beschreibt. So ein kleiner, wie würde man das nennen? So ein kleiner Dennis oder ja, so ein Lausbub. So ein Lausbub, genau, das ist das richtige Wort. Das Verhältnis zu der Mutter scheint ja irgendwie gut gewesen zu sein. Zumindest taucht die ja in seinem späteren Leben dann doch auch immer noch mal wieder auf. Ja, es war eine sehr innige Beziehung oder ist eine sehr, sehr innige Beziehung zu seiner Mutter, weil er seinen Vater ja auch, soweit ich das mitgekriegt habe, überhaupt nicht kannte. Der hat die Familie relativ früh verlassen. Weiß ich jetzt aber auch nur die Hälfte drüber, da habe ich mich auch nicht so mit beschäftigt. Seine Mutter heißt auf jeden Fall Elke und ist, glaube ich, auch deutschstämmig, oder? Ja, genau. Ich glaube, war sein Vater nicht irgendwie Trinker oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das ein ganz, ganz problematisches Verhältnis zu seinem Vater und seine Mutter war dann sozusagen seine beste Freundin unter anderem. Mhm. Zumindest in der Zeit, wo er jung war, bis zum Moment, wo er dann ausgezogen ist. Und auch darüber hinaus hat er sie auch nach New York eingeladen und mit ihr Party gemacht. Also sie fand das halt ganz toll. In dem Film Party Monster wird dann aber auch berichtet, dass es da wohl irgendwie auch so Missbrauchsgeschichten gab. Irgendwie ein Lehrer aus der Sonntagsschule oder so. Irgend so ein Pastor, genau. Ja, dass da, also es wird in dem Film nicht genauer gesagt, was da vorgefallen ist. Auf jeden Fall gab es da wohl auch was. Ja, es gibt scheinbar Andeutungen, dass es da sexuelle Kontakte zu einem älteren Herr gab. Und natürlich auch zu einem Schulkameraden, mit dem er halt mehr oder weniger Catching gespielt hat. Und das ging dann so lange, bis der Vater die dann irgendwann erwischt hat. Und ab dem Zeitpunkt hatten die dann keinen Kontakt mehr. Deswegen, dieser ganze Film, also dieses ganze Party-Monster, das wird, das kann man schon als Grundlage für die ganze Geschichte von Michael Ellick nehmen, denn im Nachhinein, wenn man sich die ganzen Dokumentationen anhört, oder auch, wenn Michael Ellick über sein Leben spricht, dann findet man sehr viele Elemente in diesem Film wieder. Das ist auch so gewollt gewesen. Wobei, das wird auch immer wieder gesagt und vor allem wird es von Michael Ellick im Nachhinein gesagt, vieles, was man da sieht, ist sehr überspitzt. Ist halt einfach ein Hollywood-Film. Kennt man nicht anders. Okay. Gut, Michael Ellick geht dann irgendwann nach New York. Und da trifft er denn auf James St. James, den anderen wichtigen Protagonisten von den Club Kids, der dann später sein bester Freund wird. Aber soweit ist es noch nicht. Erstmal ist James St. James irgendwie scheint eine Größe im Nachtleben zu sein von New York. Er ist auch irgendwie so journalistisch unterwegs, schreibt irgendwie so Kolumnen oder so. Also beide sind auf jeden Fall in New York, um zu studieren und möchten dann irgendwie auch Fuß fassen und möchten irgendwie bekannt werden. Und James St. James, der eigentlich aus einer sehr wohlhabenden Familie stammt und sich dementsprechend halt auch das Ganze leisten kann, permanent auf Party zu gehen und nichts anderes zu machen, außer zur Uni und zur Party, der studiert dann auch so, ich weiß nicht mehr, was das genau war, das war irgendwas Marketing oder Kunsttechnisches. Ist auch eigentlich irrelevant. Denn ich meine, der hätte auch so Performance Art oder so studiert. Genau, stimmt. Ja. Das hat dann auch ganz gut gepasst zu dieser ganzen Club-Kids Geschichte. Und er hat das ja auch so schön in diesem Film auch dargestellt, wie man denn, also vielleicht sollten wir kurz mal darüber sprechen, wie es in dem Film sozusagen dargestellt wird, wie die beiden sich in einen Donutladen treffen und darüber sprechen, wie man in der sozusagen in der Clubszene richtig bekannt wird. Denn diese Szene finde ich sehr, sehr ikonisch und sehr, sehr schön auch dargestellt. Aber das war jetzt nicht
das ist der Zeitpunkt, wo sie sich zum ersten Mal getroffen haben. Die kannten sich vorher schon irgendwie. Und in diesem Donut-Laden spricht dann Michael Alec James St. James irgendwie an und wünscht sich irgendwie auch Rat oder so von ihm, ne? Genau, er möchte fabelhaft werden, anders gesagt. Mhm. Die kannten sich ja scheinbar irgendwie durch Clubbesuche, weil Michael Alec da ja schon scheinbar beim Limelight gearbeitet hat und natürlich auf James St. James aufmerksam gemacht wurde oder aufmerksam wurde, besser gesagt. Ja, ja. Genau, und da gibt es also diese schöne Szene, da spielen die das auch schon schön im Donutladen nach. Da kommen die sozusagen gemeinsam rein in den Donutladen und begrüßen alle und sprechen alle Kunden an, dass sie doch jetzt gerade zusammen sind und dass sie glücklich sind und alles ist so toll. Und dann verlieren sie sich und gehen einzeln dann auf alle Leute zu und sagen, oh Gott, ich hab meinen anderen Partner verloren und wo ist er denn? Und ohne, da kann ich ja nicht. Und dann plötzlich finden sie sich wieder, machen einen riesen Trara drumherum und gehen dann zusammen wieder zu den einzelnen Leuten und sprechen nochmal darüber, wie sie sich denn doch wiedergefunden haben und dass es ja toll ist. Das dreimal die Woche in drei unterschiedlichen Clubs und jeder kennt sich. Also James & James gibt sozusagen einen Kurs in, wie man fabulous wird, genau, in diesem Donutladen. Und sie spielen praktisch nach oder sie üben in diesem Donutladen, wie man sich halt in einem Club verhält, auf einer Party, wie man sich da dann halt so verhält, dass man eben bekannt und fabulous wird. Und eben durch dieses, man tut so, als ob man sich aus den Augen verliert und dann redet man mit allen drüber und dann, ne, wie du jetzt gerade schon erzählt hast, sozusagen als Trockenübung. Und da ist der James & James ja auch schon so ein bisschen der Mentor für Michael Alec. Und Michael Alec hat, glaube ich, sehr viel, möchte gerne irgendwie, James & James irgendwie will Kontakt mit ihm und so, aber James & James ist irgendwie so ein bisschen, ja, so, er hält ihn so ein bisschen auf Distanz. Genau. Und weiß nicht so ganz, was er jetzt von dem halten soll, von dem Newcomer da, der da nach New York kommt. Genau, der hat im Endeffekt so diesen Fan-Status. Also der möchte auch ein Autogramm von ihm und schwärmt ihm da ein bisschen was vor und dass er so toll ist und dass er doch am besten sein bester Freund sein möchte. Das sieht James St. James aber irgendwie nicht so und findet ihn auch ganz eigenartig. Er beschreibt das ja auch so ein bisschen, dass er ihn so ein bisschen, keine Ahnung, also er wollte dann sofort losrennen. Er wollte nur rennen und rennen und rennen. So beschreibt er das auch so schön im Film. Also tatsächlich, er wollte nicht erstmal von Anfang an irgendwie das Ganze, seine Karriere aufbauen, sondern er wollte sofort starten. Er wollte seine eigene Partylinie starten, wollte im Endeffekt seine Stars aufbauen und wollte eine Größe werden. Aber nicht morgen, sondern sofort jetzt. Und das fand James St. James schon ein bisschen komisch. Und ich glaube, das hat ihn auch so ein bisschen Angst gemacht, denn er hat sich ja auch so ewig da drauf vorbereitet und war die ganze Zeit dabei, so sich zu etablieren, aber nur ganz langsam. Und dann kommt da dieser junge Typ, beziehungsweise ich glaube, die sind gleich alt, ne? Also da kommt auf jeden Fall dieser Newcomer nach New York und James & James hat Angst, dass der ihn jetzt überholt. Genau, was er dann tatsächlich dann auch macht. Haben wir jetzt schon über das Limelight gesprochen, ja, ne? Nee, das Limelight haben wir noch nicht erwähnt. Okay, also das Limelight ist so der Club, in dem das Ganze halt vor allen Dingen stattgefunden hat. Da sind halt Michael Alec und James & James regelmäßig hingegangen zum Feiern und haben dann ich weiß auch nicht genau, inwieweit die da gearbeitet haben. Ich glaube, die haben so ein bisschen als Promoter fungiert, ne? Also Alec war das. Okay, Michael Alec war das vor allen Dingen, der auch Leute halt in den Club gelockt hat, so, ne, oder? Kann man das so sagen? Also er hat zumindest, oder war das vielleicht auch erst später, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er ja immer regelmäßig in dem Club gewesen und hat dann von dem Clubveranstalter, dem Peter Gatchen, so eine kleine Partyreihe angeboten bekommen, die er dann halt organisiert. Genau, damit er sich so ein bisschen bewährt. Und die ist dann halt, so nach seinen Vorstellungen, sollte das halt wirklich so einschlagen. Es sollte was ganz Besonderes werden. Es sollte nämlich das, was damals Andy Warhol geschafft hat, so eine Fabrik werden, so ein Studio 54, wo wirklich die ganzen Leute einfach hin wollten und halt teilweise Unmengen an Geld bezahlen wollten, um einfach nur auf der Tanzfläche zu sein mit den anderen Promis. Nur mit dem kleinen Twist, dass keiner Bock hatte, irgendwie ins Limelight zu gehen und
irgendwie diese ganzen Partys in Manhattan auch überhaupt nicht mehr diesen Rang hatten und die ganzen Stars auch überhaupt nicht mehr unterwegs waren in der Stadt und das hat dann auch niemanden mehr angelockt. Da wollte halt keiner mehr irgendwie großartig nach Manhattan reinfahren, um, keine Ahnung, mit Promis gesehen zu werden, weil es keine Promis gab. Das war so ein ganz großes Problem und deswegen fing an, Michael sich etwas einfallen zu lassen. Ja, vielleicht bevor wir da weitersprechen, kurz vielleicht so einen kleinen Exkurs zu Andy Warhol und der Factory und Studio 54. In den 60er, 70er Jahren irgendwie das große Ding war, also sowohl die Factory von Andy Warhol, also die verschiedenen Locations, wo er halt nicht nur seine Kunst produziert hat, sondern auch Leute um sich geschart hat, eben wie du sagst, Promis und intellektuelle Künstler, einfach auffällige Leute, die irgendwie, also Andy Warhol interessant fand und ja, wo halt kulturell halt ganz viel passiert ist, so ein interessantes, interessiertes Publikum. Genau, interessante Menschen einfach. Mhm. Und das Studio 54 als ein Club, der in der gleichen Zeit auch groß war und eines der größten und wichtigsten irgendwie Clubs überhaupt in die Geschichte eingegangen ist. Und beides war dann aber so zu Anfang der 80er, ist das dann ja auf dem absteigenden Ast gewesen. Also ich glaube, das Studio 54 hat 1981 geschlossen. Mhm. Und Andy Warhol, ja, der ist 1987 gestorben und ich habe halt auch gelesen, dass es auch so diese Kultur der Factory eben auch seit 68, als es ein Attentat auf Andy Warhol gab, ist das auch immer weniger geworden wohl. Also ich habe das Ganze auch so verstanden, dass sowohl Michael Alec als auch James & James, ja, die aus der Provinz gekommen sind, irgendwie von Andy Warhol wussten und was da so abgeht in New York und das ganz faszinierend fanden und sich dann ja wohl auch gedacht haben, ja, wir wollen jetzt irgendwie das genauso machen. Wir wollen das wieder aufleben lassen. Wir wollen jetzt die neuen Andy Warhols sein sozusagen und das ähnlich und vielleicht sogar besser machen als Andy Warhol. Und ich glaube, der Kernaspekt dieser ganzen Geschichte war ganz einfach, dass jeder ein Star sein kann, so wie Andy Warhol. Na, das auch war ja die Philosophie von Andy Warhol, ja. Genau, genau. Dass und das war, glaube ich, so dieser Triggerpunkt. Genau, genau. Und daran setzen sie dann halt auch an, beziehungsweise Michael Alec. Der fängt ja an mit seiner Disco 2000. Das war dann die zweite Partyreihe sozusagen, die er im Limelight dann gegeben hat. Also diese erste Partyreihe war ja noch so ein bisschen kleiner. Und mit diesem Disco 2000 ist er dann total durchgestartet. Und dieser Peter Gation, der Chef vom Limelight, hat ihn ja auch so ein bisschen protegiert. Ne? Also ich hatte das Gefühl, der Peter Gation fand ihn auch irgendwie ganz cool und hat so an ihn geglaubt. Oder wie ist da dein Eindruck? Ja, ich glaube, das war auch so eine kleine Vaterfigur für den Michael Alec. Das war jemand, der ihn sozusagen auch immer unterstützt hat. Und wenn es Probleme gab, dann war er immer für ihn da, überwiegend halt finanziell. Und er hat halt tatsächlich, wie du schon sagst, auch immer an ihn geglaubt. Und es hat, ich meine, du bist in New York, da gibt es so viele Leute, da glaubt keiner an dich. Außer du kommst jetzt mit einer super Idee und bist schon berühmt, dann glauben die plötzlich alle an dich. Aber vorher kannst du es im Endeffekt vergessen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass er halt auch scheinbar auch zu seinem ursprünglichen Vater, also seinem leiblichen Vater, nicht so wirklich den Draht hatte und dann halt so eine Figur in ihm gefunden hat. Ich glaube auch, zumindest wirkt es halt in den Filmen und auch in den Serien, in der Dokumentation so ein bisschen so, dass der Peter Gation auch so ein bisschen verknallt in ihn war. Kann gut sein, ja. Kann gut sein. Obwohl er ja wohl auch eine Frau hatte. Genau. Stimmt das? Ist das? Ja. Also im Film wird die Frau ja so als sehr unsympathisch dargestellt, weil sie so sehr skeptisch ist gegenüber Michael Alec und James & James. Genau, und in dieser Dokumentation, die nennt sich, glaube ich, The Limelight, sieht man sie auch so ein bisschen und auch diesen Peter Gation. Da ist sie auch sozusagen die Person, die so versucht, diesen Peter Gation da auch so zu warnen und so von diesem Michael Alec wieder loszusagen, aber das will er halt nicht, weil er da scheinbar Narren gefressen hat an ihm. Ja, genau, also ich meine, der Michael Alec war wohl auch ein total charismatischer Typ so und der Peter Gation ist ja auch, also in dem Film wird er zumindest auch dargestellt als so ein sehr, ja, so ein düsterer Typ irgendwie. Der hatte ja auch so eine Augenklappe, so, weil der irgendwie nur ein Auge, der hatte ein Auge verloren und hat immer so eine Augenklappe getragen und sitzt dann da immer in seinem Büro hinterm Schreibtisch und seine Frau steht so neben ihm. Also auch so ganz,
so ganz ikonische Szenen irgendwie. Und sie ist dann immer so die Stimme der Vernunft, die dann ihnen sagt, ja, so, ja, aber du kannst doch jetzt nicht immer auf den Michael Alex so viel setzen und so, das ist doch ein Spinner und ja. So wird das auf jeden Fall dargestellt. Genau, und ich glaube, das hat auch sehr viel mit der Realität zu tun, denn in diesen ganzen Dokumentationen kommt sie auch sehr, sehr dominant drüber und schon die Person, die versucht hat, den Gation da rauszuholen. Wobei man auch sagen muss, dieser Gation, der scheint ja auch ein ganz, ganz ruhiger Mensch gewesen zu sein, sehr zurückhaltend und halt. Ja, im Vergleich zu Alec und St. James mit Sicherheit, absolut, ja. So eine graue Maus im Vergleich. In den beiden ist ja jeder eine graue Maus. Ja, das stimmt, das stimmt. Das sind auch sehr, sehr charismatische, wie du sagtest, auffallende, turntige, überwiegend halt auch Menschen, die auch auf jeden zugehen. Also die haben keinen Charme, die gehen einfach drauf los und poltern. Ne? Das ist, du wirst dann einfach sozusagen eingesogen in sie. Wollen wir mal ein bisschen über deren Persönlichkeiten so sprechen, weil das ist ja schon auch irgendwie das Wichtigste, dass das so krasse Leute einfach auch waren. Also nicht nur, wie sie sozusagen rumgelaufen sind, also diese Verkleidung, mit denen sie dann immer auf die Partys gegangen sind, sondern auch vom Typ her. Also es waren einfach krasse Typen und auch nicht unbedingt sympathische Typen, muss ich sagen. Also auch sehr anstrengend halt. Sehr exaltiert, sehr extrovertiert, ne? Und natürlich ganz wichtig, ganz viele Drogen genommen. Kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen ausführlicher zu. Und psychisch jetzt vielleicht auch nicht die stabilsten, wie sich auch noch zeigen wird. Und ja, und sie sagen ja auch selber, die Leute sagen, wir wären oberflächlich. Ja, und ich glaube, die haben ihre Oberflächlichkeit halt auch sehr gefeiert. Und ja, total hedonistisch einfach. Ne? Die sind dann ja später auch in Talkshows aufgetreten und da wird ihnen dann ja immer vorgeworfen, beziehungsweise vorgehalten, ja, arbeiten sie denn richtig und haben sie eine Perspektive für die Zukunft? Ja, nein, natürlich, da haben die drauf geschissen. Das fand ich ganz bezeichnend. Ja, wobei ich auch sagen muss, also die waren zwar oberflächlich, aber es war denen eigentlich egal, ob du jetzt im eigentlichen Sinne schön warst oder nicht schön. Es war einfach nur wichtig, dass du besonders warst. Da gibt es ja diesen schönen Spruch, es ist egal, wie du aussiehst, ob du einen Buckel hast oder keine Ahnung was, streu einfach Glitzer drüber und geh tanzen. Das sagen sie auch im Film. Und in dieser Talkshow wird, glaube ich, genau dieser Spruch von James St. James auch gebracht. Und das ist halt so dieser Spruch, der auch ganz, ganz viele Kinder scheinbar oder Teenager in den USA so ergriffen hat. Und dass halt jeder im Endeffekt einfach ein Clubkid werden kann. Und jeder im Endeffekt einfach aussieht. Das stimmt. Und das stimmt, das ist interessant, ja. Das ist schon sehr, sehr bezeichnend auch für diese ganze Bewegung eigentlich, ne? Weil das kommen ja auch immer, immer mehr komische und eigenartigere Gestalten, die sich noch komischer anziehen und jedes Mal das Ganze übertreffen und dann auch total den Spaß dran haben. Und das sind halt auch die Kostüme, wenn man sich die Kostüme von denen anschaut, die beiden dann tragen, das sind jetzt keine High-End-Kostüme mehr, zum Schluss vor allem nicht mehr. Das sind halt wirklich so, keine Ahnung, so ein Tape, das man sich ans Gesicht klebt und so ein bisschen Make-up und ja, das war's dann auch teilweise also, schon. Das ist mir halt auch aufgefallen und ich glaube, da hat der Lee Bowery sich dann doch noch viel mehr Mühe gegeben. Beziehungsweise ich glaube, das war bei Lee Bowery dann auch noch viel mehr sein Ding, eben die Kostüme. Und ich glaube, bei den Club Kids war das halt auch Teil des Ganzen, aber eben nur Teil. Genau, also um nochmal auf die ganzen Figuren und auf das Aussehen von den Club Kids zu sprechen. Genau, lass uns nochmal, also vielleicht jetzt mal ganz kurz, also die Club Kids sind dann ja, ist ja letztendlich die Clique gewesen, ne? Die genau. Michael Alex und ja vor allen Dingen Michael Alec um sich geschart hat. Also auch an Leuten, die auf die Partys gegangen sind, wie du schon sagtest, die halt dazugekommen sind, die Michael Alec cool fand und so ein bisschen versucht hat, wie Andy Warhol halt auch so zu protegieren und so zu Superstars zu machen. Und da gab es halt ganz verschiedene Leute so. Wollen wir mal darüber sprechen, wer das so alles war. Genau, und das Problem, was er ja eigentlich auch hatte, was halt scheinbar irgendwie so bei seiner ersten Partyreihe gefloppt ist, keiner wollte halt feiern gehen. Und es gab halt keinen Grund, einfach in irgendeinen Club zu gehen. Und aus diesem Grund hat er sich so Stars ausgesucht. Und die bekanntesten. Ausgedacht, ja, genau, genau. Auch. Er ausgedacht, ja. Genau. Die bekanntesten waren dann halt so Clara das Huhn. Das war so ein riesengroßes Huhnkostüm. Irgendwie so ein Hundekostüm. Und Hätte man eigentlich
Person, die da drin steckte? Ja. Das war, glaube ich, auch ein Mann, oder? Ja, das, also es hat auch gewechselt. Im Clara, ja. Das Huhn, ist Ernie Glam oder so heißt er. Der taucht auch in der Doku auf. Ne? Der taucht auch in der Doku auf, genau. Und der taucht auch später, nachdem er jetzt sozusagen wieder auf dem Radar ist, wieder auf. Ja. Darauf kommen wir dazu kommen wir auch noch mal. Also er, dieser Ernie Glam, ist halt in dem Sinne halt wichtig, weil er selber halt auch ganz viele Kostüme selbst genäht hat. Jetzt diese ganzen komischen großen Tierkostüme sind eigentlich ausgeliehen gewesen. Die hatten so eine Fake-ID sich sozusagen machen lassen, haben sich die ausgeliehen und nie wieder zurückgebracht. Also eigentlich haben die geklaut. Okay. Das erzählen die auch. Genau, das erzählen sie in einer Dokumentation. Und fand ich auch ganz lustig, weil die Dinger sind ja nicht sonderlich günstig. Und ich meine, die haben damit fast täglich irgendwie Party gemacht und sind da überall mit rumgelaufen. Und das halt, ja, ganz viele verschwitzte Leute. Und dann haben die auch umarmt und alles. Und das kriegst du dann halt auch nie wieder raus. Ich glaube, diese Dinger, die haben auch so gestunken. Naja, wie dem auch sei. Das waren halt so diese zwei, drei Figürchen, so Stoff-Fantasiefiguren, die ganz wichtig waren. Fursuits, wird man da, glaube ich, zu sagen heute. Genau, genau. Furry, wobei die, ja, nicht zu vergleichen mit den Furries, die wir jetzt halt kennen, ne? Also, die Kostüme waren schon mehr oder weniger hochwertig, aber auch nicht so hochwertig wie die momentanen Furries. Genau, das waren so ganz wichtige Punkte, also beziehungsweise Figuren in dieser ganzen Szene. Und dann fing er an, sich einzelne Leute rauszusuchen. Er brauchte natürlich einen DJ. Und dieser DJ war dann ganz zufällig sein momentaner Freund, der Kiyoki. Genau, hat er den denn, den hat er doch auch da kennengelernt im Limelight, oder? Genau. Nee, der hat ihn irgendwie vorher angesprochen, ne? Das war nicht so, ich erinnere mich nicht mehr so genau. Er wollte ihn auf jeden Fall abschleppen. Und genau, hat er den einfach angesprochen. Genau, das Interessante an Kiyoki ist eigentlich, dass er hetero ist. Also der hatte vorher auch nichts mit einem Mann und dann kam dann der Michael und der hat ihn so ein bisschen verführt, hat ihm dann so Drinktickets gegeben und irgendwann saßen die dann halt in einem Taxi zusammen und wie Michael so ist, der wollte ja immer Action und wollte immer so ein bisschen Spaß haben und hat dann einfach festgestellt, dass er gar kein Geld hatte. Der Kiyoki hatte kein Geld, sie konnten das Taxi im Endeffekt nicht bezahlen. Was machen die? Die laufen weg. Und ich glaube so, das ist auch so dieses ganz Typische von Michael, er hat einfach alles irgendwie einfach gemacht und die Leute halt so in den Bann gezogen. Darauf wäre ja keiner gekommen. Also dieser Kiyoki, so ein normaler Hetero, der sowas im Endeffekt nie machen würde, erstens nicht mit einem Typen nach Hause ziehen und zweitens so das Geld halt einfach nicht bezahlen. Zeche prellen. Genau, schönes Wort. Und das ist halt so seine Art gewesen. Einfach mal machen und scheiß drauf, was im Endeffekt alle anderen sagen. Ja. Und Kiyoki hat das scheinbar sehr interessant gefunden und wurde dann von ihm natürlich dann gehypt. Das war eine Person, die dann dazu kam. Und ich glaube, so diese ganzen anderen Leute, die er sich peu à peu drumherum gebastelt haben, das sind so die kleinen Puzzleteilchen, die dieses Disco 2000 auch zu dem gemacht hat, was es ist. Mhm. Also in dem Film kommt ja auch noch irgendwie Christina vor, im Film gespielt von Marilyn Manson, ne? Genau. Drag Queen, mehr weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass sie auch relativ früh gestorben ist. Ja, eine Überdosis, genau. Das sieht man dann auch ganz kurz im Film. So viele. Ja. Ja. Aber genau. Ich glaube, Christina war auch schon vor Michael Alec im Limelight, oder? So zumindest so suggeriert in dem Film. Also es wirkt halt so, dass das halt so einzelne Charaktere, die sind halt auch schon in der Szene unterwegs und die machen das dann halt auch mit. Ne? Also es waren natürlich die Leute, die sowieso schon gerne feiern waren und immer schon ein bisschen berühmter werden wollten, die hat er sich dann natürlich auch gegriffen, weil er wusste, die sind ja sowieso da. Und alle anderen, die hat er dann bestochen, indem er anfangs Drinktickets verkauft hat, also Tickets, mit denen die kostenlos Getränke gekriegt haben. Die kamen natürlich dann auch umsonst rein. Dann wurden sie halt permanent gefeatured. Also es gab dann ganz komische Shows, wo dann der Disco 2000 König und Königin geehrt wurden. Und dann waren das natürlich auch nur dieser innere Kreis von Michael Ehrlich, der halt die ganze Zeit promotet wurde, auf diesen ganzen Flyer, die ausgehändigt haben.
Das ging dann so weit, dass sie tatsächlich auch sogar ein Magazin veröffentlicht haben. Und da ging es natürlich dann auch nur um diese Person. Und das Schöne, da können wir ja wieder zurück zu Andy Warhol gehen. Er hat halt wirklich so diese Stars dann selbst erschaffen. Und diese ganzen komischen Kreaturen, die im Endeffekt einfach nur eigenartig und seltsam angezogen waren, die waren dann plötzlich total hip und jeder wollte irgendwas mit denen zu tun haben. Wen gab es denn dann noch? Also in dem Film tauchen auf jeden Fall zwei Frauen auf. Die eine, so eine blonde Gitzi, scheint dann irgendwie auch, zumindest in dem Film, ist sie irgendwie dann doch auch mit ihm zusammen oder zumindest so haben die eine etwas engere Beziehung. Genau, Gitzi ist eigentlich jemand, der recht spät dazu gekommen ist. Das ist dann sozusagen die Freundin dann von Michael, die dann auch bis zu dem Zeitpunkt bei ihm bleibt, bis er ins Gefängnis kommt. Darauf können wir auch zu sprechen. Also wir müssen teilweise ein paar Sachen vorwegnehmen. Aber es ist im Endeffekt so, wenn man den Film gesehen hat und jetzt das nochmal nachhört, dann macht das auch alles Sinn. Ja, auf jeden Fall bei Gitzi hatte ich halt auch das Gefühl, sie kommt dazu, als, das hast du ja glaube ich gerade schon gesagt, als Michael, Alec und die Club Kids schon berühmt sind. Also sie sieht die Club Kids im Fernsehen, wie sie in den Talkshows auftreten. Und sagen, dass und sie eigentlich nichts machen. Davon. Genau. Oh, ihr seid so cool, obwohl ihr eigentlich gar nichts macht. Ihr seid berühmt, obwohl ihr eigentlich gar nichts macht. Und sie will auch Teil des Ganzen sein. Genauso wie viele andere Clubkids auch, die dann immer. Und dann gibt es halt noch eine Brooke, heißt sie, die mit den Dreadlocks und den Piercings, die immer total auf Droge ist. Also ich meine, wieso? Sie sind ja sowieso die ganze Zeit auf Droge und es wird auch so thematisiert, ja, Koksen und Ecstasy, irgendwie die neue große Droge, die eine Rolle spielt. Und auch Ketamin und so und ja, also in dem Film ist das relativ präsent und ich vermute, Drogen haben da auch eine ganz große Rolle gespielt. Absolut. Bei den Club Kids. Genau, und Michael Alec war ja anfangs recht dagegen, das sieht man auch im Film. Genau. Der möchte gar keine Drogen und findet, dass Drogen halt einfach nur Loser nehmen und das will er nicht und das braucht er nicht. Und dann gab es halt tatsächlich dann irgendwann eine Szene, wo sich dann herausstellt, dass der Kiyoki dann doch irgendwie mit James St. James was hatte oder mit irgendjemand anderen und er wird dann eifersüchtig. Zumindest nehmen sie auch zusammen Drogen? Genau, stimmt. Genau. Zusammen. Genau so war das. Und da ist er dann irgendwann beleidigt und fängt dann auch an, irgendwie Drogen zu nehmen. Irgendwie so in der Art. Wie das dann tatsächlich war, keiner kann das rekonstruieren, weil die alle so dicht waren zum Schluss. Und da ging es halt auch tatsächlich darum, wenn jetzt diese ganzen Stars, die er so gekürt hat und immer wieder ins Limelight geholt hat, der hat dann irgendwann natürlich nicht nur mal Drinktickets und Eintrittspreise einfach fallen lassen, sondern hat dann auch gesagt, okay, ihr kriegt auch kostenlos Drogen. Aber Hauptsache, ihr kommt. Und das war dann halt auch so das Ding, warum die Leute dann auch da hingegangen sind. Die hatten eine tolle Show, die haben dann auch irgendwie für einen 10-Dollar-Schein haben die sich nackig gemacht auf der Bühne. Und und alle anderen sind dann hingekommen, weil einfach alle da waren. Und die wollten dann halt einfach mit Clara, dem Huhn und Genitalia und dann auch die ganz, ganz großen Namen, RuPaul, dann natürlich auch Amanda Lepore, die eine unfassbar interessante Figur auch in dieser ganzen Club-Kids-Szene ist. Die aber, gehörte Amanda Lepore denn auch zu dem engeren Kreis um Michael Alec? Ja. In dem Film? Also taucht sie ja nur mal kurz auf. Genau, sie taucht im Film nur ganz kurz auf, aber es ist so, wir können ja kurz noch mal über Amanda Lepore sprechen. Sie ist im Endeffekt ein Mädel, das halt auch, oder ein geborener Junge gewesen, der auch in der Pampa aufgewachsen ist. Ja. Ich glaube, in der Nähe von New Jersey oder sowas in der Art. Und der wusste, dass er eigentlich kein Junge ist, sondern ein Mädchen. Und fand auch immer ganz komisch, dass die Eltern sie immer mit Jungsklamotten irgendwie gequält haben und die Haare kurz geschnitten. Und er dachte immer, die sind psychisch krank, deswegen machen die das. Das fand ich super. Und irgendwann so mit, ich glaube, das ist mit 16, ist es dann auch so weit, dass er sich dann halt von einer bekannten transsexuellen Hormonen bekommt. Im Gegensatz dazu macht er ihr dann Klamotten oder sie ihr. Ja. Sie ihr, genau so ist es richtig. Und das ist sozusagen der erste Schritt, wo dann auch auffällt, dass sozusagen Amanda Lepore kein Junge mehr ist und wird dann halt auch von den Eltern aus der Schule genommen und wird noch privat unterrichtet. Und in diesem Zeitraum ist es so, dass sie dann jemanden kennenlernt,
und sich so ein bisschen verknallt. Da fängt dann sozusagen die Beziehung an. Die haben da so ein bisschen Padding miteinander und es bleibt anfangs so beim Oralsex und irgendwann möchte natürlich der Typ ein bisschen weitergehen und dann fällt natürlich auf, dass Amanda Lepore eigentlich ein Junge ist. Beziehungsweise ein Penis hat. Genau. Ja. Das Interessante daran ist dann halt, dass er unfassbar negativ reagiert und der Vater dazukommt und aber feststellt, dass Amanda Lepore in einer Situation ist, wo sie halt Hilfe braucht. Die Familie ist halt scheinbar finanziell sehr gut aufgestellt. So nimmt er die dann halt unter die Fittiche, bezahlt ihr die Operation und sie heiraten. Also nicht der Vater, sondern der Sohn und sie heiraten dann. Das ist ein wichtiger Punkt, denn es geht ihr dann in dem Sinne halt sehr gut, weil sie die Operation bezahlt bekommt. Sie ist dann sozusagen eine körperliche Frau dann auch nach außen hin und sie fühlt sich langsam wohl, hat aber das Problem, dass ihr Ehemann sie so ein bisschen zurückhält und sie darf halt nicht rausgehen und keine Freunde treffen und irgendwann dreht sie dann komplett ab und kann das nicht mehr machen und haut einfach ab. Hält aber noch den Kontakt sozusagen zu dem Vater, also zu dem Schwiegervater, der sie dann auch weiterhin noch ein bisschen finanziell unterstützt. Sie haut also ab, kommt dann nach New York und kennt niemanden, trifft dann durch einen Zufall. Also auch wieder so eine Geschichte, ja? Ja, genau. Also diese ganzen Geschichten sind sehr, sehr ähnlich. Und ich meine, das Interessante finde ich halt auch, es ist halt auch immer irgendwie so eine Befreiungsgeschichte, weißt du, die Leute sind irgendwie, also es sind halt irgendwie Leute, die irgendwie so, ja, im weitesten Sinne queer drauf sind, ja, muss ich jetzt mal so zu sagen, und Ablehnung erfahren haben oder irgendwie angeeckt sind oder wie auch immer und dann kommen die halt in die Großstadt und da können sie sich dann, also da sind sie frei und können sich dann halt irgendwie verwirklichen oder ausleben und ja, also weißt du, finde ich eigentlich eine interessante Geschichte, die es ja auch so häufig gibt und so. Und ich weiß zum Beispiel in diesem Film über Studio 54, da wird diese Geschichte doch auch erzählt von dem kleinen Vorstadtjungen, der in Studio 54 kommt und da irgendwie, ja, im positiven Sinne sein blaues Wunder erlebt. Ja, genau. Wobei das Interessante ist ja, wenn du dann so nach New York kommst und eigentlich so überall angeeckt bist auf dem Lande, plötzlich beachtet dich keiner und das scheint ja dann auch nicht zu funktionieren. Genau, und das ärgert die scheinbar ja dann auch irgendwie. Und die gehen dann halt den anderen Weg und werden dann einfach bekannt und berühmt. Und werden dann schillernde Figuren. Genau, es hat dann ja anscheinend Michael Alec und James & James und Amanda Lepore dann halt umso mehr angestachelt, dann jetzt dann in der Masse eben nicht unterzugehen, sondern noch da rauszustechen. Genau. Ich finde es halt interessant, dass es keiner von diesen Figuren, über die wir jetzt sprechen, keiner von denen ist ja jetzt wirklich New Yorker. Nee. Keiner von denen kommt ja aus Manhattan oder aus Brooklyn oder so, sondern sind alle zugezogen. Sie sind alle zugezogen. Und das ist ein ganz, ganz interessantes Phänomen, was man ja auch nicht nur in New York sieht, sondern auch überall woanders. Wir können ja auch nach Berlin gucken, da hast du es auch ganz häufig. Die Leute, die sozusagen jetzt gerade das Zepter in der Hand haben und irgendwas bewegen, das sind die Leute, die dazugezogen sind. Und ja. das ist halt schon irgendwie interessant, warum das der Fall ist. Naja, ich meine, gut, andererseits weiß ich nicht, Leute, die irgendwie besonders drauf sind, die werden natürlich auch nicht nur in der Großstadt geboren, aber wenn sie auf dem Land geboren sind, dann ziehen sie in die Großstadt. Weil sie eben wissen, dass sie da eben was machen können, was sie auf dem Land nicht machen können, dass sie da groß rauskommen können oder sich ausleben können. Sie haben scheinbar irgendwie so viel Energie die ganze Zeit hindurch in sich getragen und das, das kommt dann plötzlich raus und dann ist es aber nochmal 10-mal so stark wie das Licht von allen anderen. Ja. Genau. Um weiter auf Amanda Lepore zu kommen, also sie lernt dann einen Fotografen kennen, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, ein ganz bekannter Modefotograf. Du meinst aber nicht Terry Richardson, oder doch? Nicht Terry Richardson. Da war das erst später. Das war, glaube ich, später. David LaChapelle? Das könnte sein, warte, ich gucke mal kurz. Die hatte auf jeden Fall mit David LaChapelle, genau. Und er ist auf jeden Fall sehr, sehr fasziniert von ihr, was sie aber anfangs nicht merkt und wird dann irgendwie auf einen Fotoshooting eingeladen. Er lernt sie dann in einem Club kennen.
Da arbeitet sie dann irgendwie, ich glaube, als Bedienung oder als Entertainerin, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art. Und er fängt dann an, irgendwie Fotos von ihr zu machen. Und er bucht sie immer wieder und immer wieder. Und dadurch, dass er sie bucht und sozusagen total verliebt in sie ist, weil er zumindest mal gemeint hatte, er ist so diese Person, oder Amanda Lepore ist so diese Person, die er als kleines Kind immer in der Schule in seinen Block gemalt hat. Diese Fantasiefigur, die er total wahnsinnig interessant findet. Und es wird dann sozusagen seine Muse und sie wird dadurch halt relativ bekannt, bekommt dann irgendwann sozusagen die Möglichkeit, mit Michael Alec irgendwie im Club zusammenzuarbeiten. Und Michael Alec ist dann auch gleichermaßen ja fasziniert von dieser Gestalt. Ich finde das ganz interessant, dass du Gestalt sagst, weil Amanda Lepore ist ja vom Aussehen halt auch so fast schon so alienhaft, ne? Also vielleicht auch vergleichbar mit Lee Bowery. Während bei Lee Bowery ging es ja sehr stark auch um das Verkleiden und um das Anziehen, ist bei Amanda Lepore, habe ich das Gefühl, auch sehr viel plastische Chirurgie im Ja, Spiel, oder? da macht sie auch kein Also Hehl so sehr, draus. sehr krasse Gesichtszüge, einfach große Lippen und so mit den Wangenknochen. Also sehr, ich finde, sie hat was sehr Alienhaftes. Absolut und auch sehr, sehr Barbie-Puppenhaftes. Und Ja. das will sie auch. Und da macht sie kein Hehl draus. Sie, Ja. einerseits ist sie, also sie erzählt dann halt auch in einigen Vorträgen, dass sie nach New York gekommen ist und auch so ein bisschen als Domina gearbeitet hat und in diesen Clubs Ja. gearbeitet hat und alle haben sie gesagt, so, wenn dich jemand fragt, du bist eine alleinerziehende Mutter und du bist eine Frau, eine ganz normale Frau wie jede andere Ja. auch. Und das fand sie dann auch irgendwann schlimm. Und als das dann anfing, dass Michael Alec sie dann halt auch für 3 oder 4 Mal die Woche irgendwie eingestellt hat, um dann halt in den Club so ein bisschen Entertainment zu machen, hat sie sich das erste Mal so richtig wohlgefühlt in ihrer Haut. Und dann kamen noch die Fotoshootings dazu und es kam alles auf sie zu und sie hat sich dann auch als Transsexuelle immer zu erkennen gegeben und war auch stolz darauf und hat es auch jedes Mal gesagt, dass sie eine transsexuelle Frau ist, dass sie stolz darauf ist, dass sie sehr viele schönheitschirurgische Eingriffe getätigt hat und sie im Endeffekt die Person ist, die sie immer sein wollte. Also so dieses absolute in sich ruhen. Ich meine, wenn du dir mal so Interviews mit ihr anguckst, sie ist immer tiefenentspannt und hat immer die Kontrolle. Ja. Und das ist unfassbar faszinierend. Also sie weiß, wer sie ist und sie weiß, wer sie sein möchte. Und das ist sie dann auch. Ja. Das sieht man halt wirklich immer. Also wenn man sich da ein bisschen genauer die Amanda Lepore anschaut. Und Gestalt, warum ich Gestalt sage, ist ganz einfach, weil Ja. sie einfach, sie ist halt, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte anschaut, gibt es immer so Gestalten in der sage ich schon wieder, in der Vergangenheit sowas wie Michael Jackson, sowas wie Madonna, sowas wie Andy Warhol, das sind so charismatische, ikonische Figuren, die immer irgendwas haben, die man sofort wieder erkennt. Und das sind halt einfach so eine, also man könnte sie im Endeffekt vor eine Schattenwand stellen und man wüsste sofort, es ist Amanda Lepore, wenn man sie schon vorher Ja, aber gesehen hat. ja, also ja, obwohl mit der Einschränkung, dass natürlich Madonna, Michael Jackson und auch Andy Warhol natürlich viel bekannter waren. Also ich habe das Gefühl, Amanda Lepore und natürlich auch Michael Alec und so, das sind schon irgendwie so Underground-Größen, die vermutlich sehr viel beeinflusst haben so. Also ich Ja. glaube zum Beispiel auch so eine Lady Gaga war jetzt, ist jetzt, glaube ich, auch ohne Amanda Lepore nicht das, was sie heute wäre. Ohne Michael Alec und Lee Bowery und Andy Warhol sowieso nicht. Also Ja, da, das können wir, glaube ich, ganz zum Schluss noch mal anführen. ja. Da sollten wir mal über Lady Gaga sprechen, wenn wir dann das Ganze durchgespielt haben. Wollen wir denn jetzt mal wieder zurück zu den Club Kids oder also was so? Ja, wir sollten auch noch mal darauf eingehen, dass natürlich auch eines der wichtigsten Drag Queens der Zeit, RuPaul, auch sozusagen zur gleichen Zeit in New York unterwegs war und auch bei den Club Kids mitgemacht hat. Sie war dann halt so ein bisschen mehr in Richtung, ja, so punkig angezogen, hat versucht, ein bisschen anzuecken, hatte aber lange Beine, war sehr feminin und hat halt auch, ja, die Leute halt in Bann gezogen, weil sie hat halt dann auch solche Shows mitgemacht und war auch immer auf der Bühne und sie kannten alle Michael Alec und Michael Alec wusste halt, dass diese Personen besonders sind und er hat sie an sich gezogen. Und um weiterzugehen, wir hatten dann auch noch Lee Bowery, wie spricht man ihn aus?
Wir sprechen den einfach so aus. Genau, der eine unfassbare Größe war, auch in Großbritannien und auch in der Kunstszene. Ja. Was auch interessant ist, weil er ja ursprünglich aus Australien stammt. Ja, und also das heißt, wir haben ja in London zur gleichen Zeit eine ähnliche Szene sozusagen, ne? Wo dann halt Lee Bowery so im Zentrum stand und alles auch so zeitlich ein klein bisschen früher war. Genau. Es ist im Endeffekt so, dass Lee Bowery im Endeffekt dann irgendwann auch in diese Club-Kids-Szene reinrutscht. Und man sieht es dann auch an den Kostümen von Michael Alec. Es gibt so ganz ikonische Sachen von ihm, wo man sein ganzes Gesicht sieht, also den Michael Alec. Und da gibt es so kleine blaue Punkte überall angemalt. Oder sein Gesicht ist mit irgendwelchen Tapes verklebt. Oder James trägt einen Ganzkörper-Stoffkostüm. Ja. Das sieht man auch im Film. Und das sind halt alles so diese Stileffekte oder diese Stilmittel, die dann auch der Bowery immer wieder benutzt hat und immer wieder irgendwie verändert hatte und damit halt auch sehr geschockt. Und es gibt tatsächlich auch Fotos von den beiden und man sieht dann halt auch, dass sie halt zusammen gefeiert haben auf der Disco 2000. Das ist natürlich die Frage, wer hat wen beeinflusst? Also jetzt, wo du das so sagst, würde ich natürlich auch sagen, der Lee Bowery, der hat ja so viel Bock eben auch auf diese Kostüme, ja, dass der Einfluss dann doch eher von Lee Bowery nach New York ging. Definitiv. Du hattest ja auch schon die Blitzkids angesprochen. Die waren tatsächlich ein Stückchen vorher. Und da gab es ja die ganzen Figuren um Boy George herum und viele andere interessante Charaktere, die ich jetzt nicht alle aufzähle. Aber Boy George kennt man zumindest. Dieses feminin-artige, aber doch männliche, aber man wusste nicht, ob das damals doch ein Mädchen war, weil er so, ja, so verletzlich daherkommt und ach, ich bin noch so ein kleines Mädchen und ich tanze so ein bisschen mit meinen Rastern auf der Bühne, tut mir nicht weh und ich habe ganz viel Make-up und alles ist schön. Und dann kam natürlich noch diese ganzen Extremfiguren wie Lee Bowery, die auch dargestellt hat, diese komischen Gestalten, wo man nicht mal ein Gesicht gesehen hat, die einfach so eine Riesenmasse dargestellt haben. Ja, ja. Unfassbar faszinierend. Nachzuhören im E&U-Gespräch Folge 18. Genau, genau, genau. Da geht er ja noch intensiver auf diese ganzen Kostüme drauf ein. Und dieses Ganze zieht sich ja so. Also wir haben Andy Warhol, dann haben wir die Blitzkids und dann enden wir im Endeffekt bei den Clubkids. Und irgendwie haben die alle miteinander auch was zu tun und irgendwie waren die auch teilweise mit bei den Disco 2000 Partys mit dabei. Die kannten irgendwie alle Michael Alec kannte sie und das hat sich so immer so hochgeschaukelt und sich gegenseitig befruchtet. Definitiv, ja, ein sehr schönes Wort. Und das war tatsächlich so, also wenn man sich das Ganze anschaut, man hat halt wirklich diese einzelnen Stilmittel von den einzelnen Künstlern immer und immer wieder gesehen und die wurden immer wieder aufgegriffen und es war halt immer so ein Geben und Nehmen, denn es war halt kein Klauen, ne? So momentan würde man halt immer sagen, okay, die klaut jetzt gerade, also die Lady Gaga klaut jetzt von Madonna. Aber damals hat keiner gesagt irgendwie, ja, XY klaut jetzt von, sondern er wurde inspiriert von. Und ich finde, das muss man halt auch immer bedenken, dass da halt diese ganze Geschichte dahinter ist. Und wenn man sich mit diesen ganzen Clubwesen beschäftigt, mit den Blitzkids, mit Andy Warhol, mit Michael Alec, sieht man das so unfassbar schön, dass daraus halt immer mehr entsteht und nicht immer weniger. Weil die Leute sagen immer, man klaut ja immer bei den anderen, aber man klaut denen einfach nichts. Man macht daraus noch was Neues und was Schöneres. Okay, also auf dieser Diskussion ums Urheberrecht, da würdest du dich verorten, dass du halt sagst, dass es eben eher dazu führt, dass die Kultur bereichert wird und nicht eingeschränkt. Absolut. Oder eben nicht. Also mir fehlen jetzt auch die richtigen Worte, aber ich merke schon gerade, worauf du hinaus willst. Also dass es halt immer eher um eine Bereicherung geht und weniger darum, dass sozusagen das Werk geschützt werden muss und bloß keiner da irgendwie was von nehmen darf, um es zu verwenden. Genau, und ich glaube, also wenn der Benjamin jetzt da wäre, könnte er, glaube ich, viel, viel mehr dazu erzählen, wie das in der ganzen Kunstgeschichte halt so war. Man sieht ja da so einen roten Faden, dass die Leute sich immer wieder irgendwie inspiriert haben in der Vergangenheit. Sicher, natürlich, klar. Ja, also ich meine, das ist natürlich jetzt ein Fass, was wir da aufmachen, aber
Ja, ich meine, es macht aber vielleicht auch was aus, ob du dich jetzt von Leuten inspirieren lässt, die vor 100 Jahren gestorben sind, oder von Leuten, die zur gleichen Zeit leben und du dann halt wirklich ja quasi was kopierst oder so. Also, weiß nicht. Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, ob es jetzt kopieren ist oder etwas Neues draus machen oder es erweitern. Sample. Und ich glaube, also wenn du das natürlich plump einfach nachaffst, dann hat es auch einen ganz anderen Geschmack. Also wenn du dann halt tatsächlich das Ganze nimmst, diesen Ursprung nimmst und dann das Ganze noch ein bisschen ins Absurdere schiebst, was die ja dann auch gemacht haben, dann fühlt sich das natürlich wieder komplett anders an. Also. Und ich meine, gut, wir haben da ja jetzt hier in der ganzen Clubszene auch. Da ging es ja auch nicht um Geld so. Also da ging es ja nicht darum, der eine macht jetzt mit der Idee des anderen, macht er jetzt Kohle, sondern die kannten sich, die mochten sich mehr oder weniger, zumindest fanden sie sich gegenseitig cool. Mhm. Und ich finde, das ist nochmal was anderes. Wenn man sich dann voneinander inspirieren lässt und sich gegenseitig zitiert oder so, ist das ja nochmal was anderes. Also da kann ich das auch. Da sehe ich auch überhaupt kein Problem daran, weißt du? Genau, das Schöne daran ist, das ist im Endeffekt so die Weiterentwicklung. Wenn man sich nämlich diese Blitzkids anguckt, die hatten ja so einen Moment, wo sie dann erstmal unbekannt waren. Dann rollten sie im Endeffekt mit ihrer Szene so relativ die ganze Clubszene auf in London. Und dann wurden sie peu à peu alle berühmt. Erstmal der eine, dann der andere und dann der übernächste. Und wenn man sich jetzt Interviews anhört, vor allem von Boy George, da schwingt immer sehr, sehr viel Neid und sehr Missgunst. Ah. Das finde ich schon sehr, sehr bezeichnend für die Szene da um London herum. Denn bei den Club Kids war das einfach so, die waren alle bekannt und berühmt. Und klar, man hat halt diesen Michael Alec und James St. James, dieses, ja, wer ist jetzt wer berühmter und wer ist wer derjenige, der das anführt. Aber im Endeffekt war das halt so was Gleiches. Vielleicht ging es da dann auch doch nochmal um was anderes, weil, also, Michael Alec war ja erstmal nur Club Kid, der war ja kein Künstler, der war ja kein Sänger, weißt du? Und vielleicht würdest du sagen, dass er kein Künstler war? Naja, zumindest nicht unabhängig von diesem Club Kids-Ding. Also, ich versuch's mal. Also ich sehe den halt in erster Linie als einen, der halt so total hedonistisch drauf war und diese Partys gemacht hat. Und das war halt so sein zentrales Ding. Während ich glaube, so ein Lee Bowery oder so ein, vor allen Dingen halt auch so ein Boy George, die hatten vielleicht nochmal ein bisschen mehr Ambition und haben sich auch nochmal ein bisschen mehr anders verstanden. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie das bei Lee Bowery war. Das kann ich dann doch zu schwer einschätzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch von den persönlichen Ambitionen sehr stark abhängt. Also wenn du dich wirklich jetzt als Musiker verstehst, als Künstler halt, dann ist es vielleicht dann doch auch nochmal wichtiger so. Also dann hängt das nochmal mehr von deiner eigenen Karriere auch ab irgendwie, wie bekannt du bist und wer dich irgendwie, und ob dich jetzt, also wer dich beachtet und ob dich jemand kopiert oder so. Bei Michael Alec hatte ich den Eindruck, dem ist das ja nicht so wichtig. Der hat halt da so seine Ansprüche sind vielleicht da nicht so hoch. Ja, aber vielleicht stimmt meine Einschätzung da nicht. Aber ja, Michael Alec wollte ja jetzt nicht irgendwie auf der Bühne stehen und durch die Welt touren mit seiner. Doch, mit seinem. Genau das wollte er. Du hast eine Sache vergessen. Diese ganzen Clubs, diese ganze Szenerie, diese ganzen Kulissen, die wurden überwiegend von ihm hergestellt, natürlich mit Hilfe von anderen. Ja. Er war immer selbst verkleidet, er war immer auf den Flyer drauf, er hat sich sehr inszeniert. Es wirkte zwar einerseits nicht so, aber wenn man sich halt mal anguckt, in diesem ganzen Partyverhalten von Michael Alec, war er immer eine Figur, er ist einfach durchgelaufen und hat dann so getan, als wäre er komplett betrunken und dicht und hat einfach alle Leute umgestoßen und hat dann auch angefangen, Leute irgendwie einfach ins Getränk zu pinkeln oder sie anzupinkeln oder so Sachen, die dann halt auch bei den Blitzkids dann irgendwann mit Bowery zusammen rausgekommen sind, dass es halt so diese Grenzüberschreitung gab. Und er war aber immer im Mittelpunkt.
Also, dass er immer im Mittelpunkt sein wollte und dass er auch berühmt oder ein Star sein wollte, ja, natürlich, selbstverständlich. Aber wollte er denn auch Künstler sein? Das ist halt die Frage. Ja, würde ich sagen. Dieses ganze Aber er wollte ja jetzt zum Beispiel nicht Sänger sein oder er wollte jetzt nicht irgendwie Kunst produzieren oder so, wie so ein Andy Warhol, sondern er wollte halt eine Figur sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er damals Kunst gemacht hat und ob er damals Musik gemacht hat, aber das macht er ja mittlerweile alles. Und ich sehe ihn so ein bisschen, wenn du dir mal so ein Orchester anguckst, die Person, der Dirigent, ist der dann auch mit ein Künstler, ist er ein Musiker oder ist er einfach nur eine Figur, die nebenbei steht und das anleitet? Und ich glaube, Michael Alec kann man als Dirigent sozusagen sehen. Der ist einerseits selbst der Star und andererseits versammelt er sozusagen das ganze Orchester um sich und spielt mit diesen ganzen Figuren. Er macht komische Shows, er macht Veranstaltungen, die diese ganzen einzelnen komischen Figuren darstellt wie Superstars. Und natürlich ist er die Person, die immer von diesen Superstars umgeben ist. Und er hat auch die Macht zu sagen, du bist heute der Superstar, wenn du mir nämlich Drogen bringst, und da kommen wir dann nämlich zu dieser ganzen Drogenszenerie, dann kannst du auch in den Club rein und du kannst deine Drogen weiterverkaufen und du kannst dann auch einer von uns sein. Ja, ich glaube, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, dass ich doch sehe, dass damals bei Andy Warhol noch mehr passiert ist irgendwie, dass Andy Warhol dann doch irgendwie kulturell und auch für die Kunst und überhaupt für die Popkultur dann doch die wichtigere und viel größere Figur war. Und im Vergleich dazu so ein Michael Alec, ich meine, wer kennt den schon, ne? Also jetzt abseits der interessierten Leute, wer weiß schon, wer Michael Alec ist? Ich kannte den Namen nicht. Ja, bis ich den Film gesehen habe. Und also Michael Alec ist da schon so ein bisschen der Epigone, also derjenige, der danach kommt und das versucht nochmal irgendwie so zu machen. Und natürlich ist das dann schwierig, neben so einem Riesen wie Andy Warhol. Aber Andy Warhol war ja auch einfach nur mal in der bildenden Kunst eine Figur. Und Boy George ist in der Musik eine Figur. So. Und Michael Alec ist halt, ja, in der für die Popkultur vielleicht eine interessante Figur so. Ja, aber darüber hinaus, also er hat, vielleicht sagen wir es mal so, er hat kein Werk hinterlassen. Ne? Also er hat jetzt kein wichtiges Werk hinterlassen, wie jetzt zum Beispiel Andy Warhol, weißt du? Ich will jetzt überhaupt nicht damit in Abrede stellen, dass man den nicht auch als Künstler bezeichnen kann oder als wichtige zentrale Figur, die vieles angestoßen hat. Und ich will jetzt auch überhaupt nicht behaupten, dass Boy George oder so jetzt kreativer war oder besser oder so, sondern einfach, dass man den vielleicht ein bisschen anders einordnen muss. Vielleicht auch, weil er nach Andy Warhol kam und natürlich dann nicht hat überbieten können und so. Also so will ich den halt einfach einordnen. Ja, da muss ich aber wirklich gleich einhaken. Und zwar, wenn du dir mal Andy Warhol anschaust, seine ganze Kunst, die auch auf Reproduktion im Endeffekt sozusagen aufsetzt. Ja. Er hat die meisten Sachen, die sich verkauft haben, nicht mal selbst angefasst. Also er hat nur gesagt, macht mal. Und hat teilweise auch diesen ganzen Input von seinen Freunden gekriegt. Ja. Was halt auch noch so das Ding ist, Michael Alec hatte natürlich im Endeffekt jetzt auf Otto Normalverbraucher, die jetzt so Anfang, Mitte 30 sind, nicht so wirklich Einfluss, aber schau dir ganzen Prominenten an, schau dir RuPaul an, schau dir Amanda Lepore an, schau dir den Modedesigner Richie Rich ein, schau dir, keine Ahnung, wen auch immer. Wenn es dazu kommt, dass sie so ein bisschen über ihre Geschichte sprechen und wie sie denn darauf gekommen sind, ist Michael Alec eine sehr, sehr wichtige Person, denn sie hat er hat es geschafft, sie sozusagen so hoch zu befördern, dass sie wirklich von den Medien auch gesehen worden sind. Ja, und vielleicht und auch Prozesse, also dass Michael Alec auf jeden Fall Prozesse halt auch angestoßen hat, vielleicht auch kreative Prozesse, vielleicht tatsächlich auch vergleichbar mit Lee Bowery, der ja selbst dann doch auch eher so der Underground-Typ war, aber Leute, weiß ich nicht, wie Alexander McQueen oder wie Björk oder wie letztlich Lady Gaga oder so sehr stark inspiriert hat. Genau, also ich glaube, das ist eine Schlüsselfigur. In ähnliche, ja, genau. Also da können wir uns auf jeden Fall einigen. Also auf jeden Fall ist es so, dass sich alle, und das, da kommen wir jetzt wieder eigentlich zum Anfangspunkt wieder zurück, die haben sich alle irgendwie
wie du so schön sagtest, befruchtet. Und alle waren sie irgendwie in der Geschichte wichtig, dass wir jetzt an diesem Punkt sind, dass wir zum Beispiel, und jetzt können wir da auch ein bisschen auf die Person drauf eingehen, dass es eine Lady Gaga gibt. Diese Kostüme, dieses Ausgefallene, das ist im Endeffekt, wenn man so zurückblickt, sind es immer so kleine Stilelemente, die in den letzten Jahrzehnten immer wieder von Einzelnen aufgenommen worden sind, beziehungsweise rausgebracht worden sind. Und das hat sie dann so miteinander verwoben. Und daraus ist dann halt eine komplett andere Figur geworden, nämlich Lady Gaga. Alles komplett zusammen, verrückt und alles so Entertainment pur, Musik, Action und einfach nur Spaß. Und alle sind sie zusammen Monster, nennt sie das. Bei so einer Lady Gaga, also ich meine, ich weiß wirklich wenig über sie, aber ich kann mir vorstellen, die kennt das alles. So, auch wenn sie jetzt selber zu jung ist, um irgendwie, oder? Aber ich meine, ich weiß gar nicht, wie jung sie ist. War sie denn auch selber dabei in der Club-Szene? Nein. Also okay. Ich kann ja mal ganz kurz rüber. Ja. Ich hoffe, dass da jetzt nichts kaputt geht. Lady Gaga ist 86 geboren. In okay, New York. Ja. Also sie ist tatsächlich in New York City geboren und kennt das Ganze. Also sie ist von Anfang an sozusagen dabei gewesen. Aber die hat nur nicht mitgefeiert. Und ich würde ihr halt unterstellen, dass sie halt auch das alles kennt und wirklich auch irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen hat und hat einfach vielleicht auch so nerdig war, dass sie sich da so für interessiert hat alles und das also aufgesogen hat. Ja, dass das Ganze jetzt halt auch so feiert, weil sie es so selber so toll fand. Würde ich ihr jetzt unterstellen, weiß ich jetzt zu wenig drüber. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, ja gut, so eine Lady Gaga, die wird jetzt berühmt damit, obwohl irgendwie andere das so ihren Stil halt erfunden haben. Ja, aber sie hat ja auch was Neues draus gemacht. Ja, also ich würde die Meinung ja auch nicht vertreten, aber ich kann mir vorstellen, dass Leute das so denken können. Ich meine, andererseits zum Beispiel so einer Madonna wurde ja auch vorgeworfen, dass sie irgendwie immer, wenn sie einen neuen Stil erfunden hat, wenn sie sich selbst neu erfunden hat, dass sie dann auch sehr viel so, weiß ich nicht, auch gerade so aus dem queeren Kontext so genommen hat und für sich verwurstet hat sozusagen. Ja, aber da finde ich nämlich, da darf man eigentlich gar nicht so in diese Richtung gehen. Das ist, finde ich, bei mir die gleiche Schublade, die man da aufmacht, wenn man sagt hier, ach, das ist doch keine Kunst, das könnte ich doch auch machen. Wo ich dann auch jedes Mal bei mir innerlich so einen Schreieffekt habe, wo ich am liebsten schreien wollte und sage, lasst mich doch in Ruhe, ich drehe mich jetzt um und ihr seid alle doof. Ja, ich glaube, aber ich bin nicht sicher, jetzt haben wir aneinander vorbeigeredet. Also ich bin auf jeden Fall schon mal mit dem Vorwurf konfrontiert geworden, dass Madonna ja halt Sachen nimmt, die sie irgendwie in Underground-Club-Kultur oder aus dem queeren Kontext irgendwie findet, aufgreift und für sich verwendet. Zum Beispiel dieses Voguing aus dem Video Vogue, ja, was ja irgendwie aus dem queeren Kontext stammt. Und sie nimmt das dann und macht dann ein Video draus oder tanzt oder also diese Tänze greift sie dann halt auf und niemand weiß aber dann letztlich, woher das stammt. Und alle denken, ja, das ist von Madonna. Also, dass man ihr das irgendwie vorwerfen kann. Ich selbst weiß nicht, ich habe da jetzt keine Meinung zu. Man könnte ja auch sagen, ja, aber es ist doch cool, dass sie es bekannt macht. Und ich meine, sie ist ja auch, sie verneigt sich ja auch schon irgendwie ein bisschen davor, so. Naja, Madonna musst du auch sehen, also sie ist tatsächlich mit Keith Harrings etc. groß geworden und ist mit ihm sozusagen auch in den Clubs feiern gewesen. Es waren enge Freunde, die war in der schwulen Szene sehr, sehr viel unterwegs und ist auch dadurch halt auch so groß geworden. Das kann man so ein bisschen vergleichen wie Rosenstolz, nur dass Rosenstolz auch, ja okay, der eine Teil ist dann halt schwul und der andere Teil halt hetero, aber die haben es halt auch im Endeffekt rausgeschafft aus dieser Nische und wurden bekannt und haben dann so ihr Ding gemacht. Und das Gleiche ist ja bei Madonna nicht anders. Dann später halt bei Lady Gaga. Also ich habe das Gefühl, das kann man schon vergleichen, oder? Ja, nur Lady Gaga hat es perfektionisiert. Du hast da wirklich viel mehr Ahnung von. Ich bin da ja gar nicht so drin, aber es sind halt so meine Eindrücke, die ich da habe. Es ist ja auch so, dass wenn man sich nicht damit beschäftigt, kommt man immer an einen Punkt, wo man denkt, ach so, okay, das ist doch aber auch geklaut. Das hat man ja gerne, ne? Das ist dieses, das ist ja alles schon, das gab's ja schon, das ist ja nichts Neues. Natürlich ist das nichts Neues, aber man kann es halt neu in einen neuen Gewand rausbringen oder es eventuell sogar populärer machen. Das ist ja
mit allen Dingen, mit Produkten, die irgendwie aus Japan oder aus Asien rüberkommen, die da seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten bekannt sind und wir plötzlich jetzt Bubble Tea haben und alle sagen so, oh, das ist der neue heiße Scheiß. Okay, sagen wir mal wieder so ein bisschen zurück, den Schlenker zurück zu den Club Kids machen. Wir haben, glaube ich, auch das meiste haben wir jetzt schon durch. Wir müssen uns ja jetzt ungefähr so zu Beginn der 90er müssten wir uns jetzt bewegen. Genau. Was wir noch nicht erwähnt haben, sind die verschiedenen Speziallocations, wo Michael Alec dann seine Partys gefeiert hat. Auch dann nicht unbedingt legal. Also in einem, ich glaube, also irgendeinem Fastfood-Laden. Also ich habe irgendwie gehört, es wäre der McDonald's am Times Square gewesen oder es war ein Burger King. Auf jeden Fall ist er wohl einfach dann da einmarschiert mit seinen Leuten, mit seinen Party-People, mit seinen Club-Kids und hat dann irgendwie 300 Burger bestellt und hat dann gefeiert. Ich glaube, das war sogar, nachdem Christina gestorben ist. Im so Film ist es auf jeden Fall so, ja. Ja, genau. Verknüpft. Man muss, glaube ich, auch nochmal sagen, also die haben ja immer was Neues gesucht, weil es ja irgendwann halt so einen Punkt gab, wo es einfach nicht mehr lustiger war, irgendwie im Club rumzuhängen, sondern es musste jetzt was Neues her. Und es musste irgendwie ausfallender werden, es musste irgendwie der Nervenkitzel her. Und dann haben sie, wie du schon gesagt hast, das sieht man, glaube ich, in einer Dokumentation, dass es der Burger King war. Ja. Was auch immer. Und halt auch Dunkin' Donuts. Und dann waren sie ja auch tatsächlich irgendwie auf dem Bahnhof. Der ganze Bahnhof war voller Menschen und Musik lief. Oder im U-Bahnhof, ne? Da sind genau. Oder auch in der U-Bahn selbst. Das auch. Die sind ja dann eingestiegen in die U-Bahn dann rein. Und auch auf einen Truck, der durch die Stadt gefahren ist. Und dann haben sie sich hinten in den Container, sind sie alle in den Container gegangen, haben den von außen abschließen lassen und dann gefeiert. Genau. Und da gibt es halt so Szenen, die da auch im Film gezeigt werden, mit dieser Christina, die von Manson gespielt wird. Da kommen die aber nicht weit. Vielleicht. Aber es ist tatsächlich mal so weit gekommen, dass die durch die Stadt gefahren sind und da gefeiert haben. Die sind teilweise eingebrochen in irgendwelche Häuser, die nicht bewohnt waren und haben da gefeiert. Und das absolute Highland war dann halt, als die Polizei kam und sie dann eingesperrt hat. Das war dann halt immer so, jetzt ist die Party zu Ende, die Polizei kommt. Und dann aber das war der Höhepunkt. Da hat man dann auch ein bisschen drauf gewartet, dass dann irgendwann die Bullen kommen. Genau, so dieses Phänomen, ich mache jetzt was Böses, bis die Eltern kommen und mir auf die Finger hauen. So. Ja, aber irgendwann ist das Ganze dann ja so ein bisschen eskaliert, um es jetzt mal ganz zynisch zu sagen. Ja, da müssen wir auch darauf eingehen, dass sie halt wirklich angefangen haben, unfassbar viel Drogen zu konsumieren und sich das daraufhin... Michael Alec dann halt auch. Genau, Michael Alec kam dann dazu, zu den anderen Leuten, die schon Drogen genommen haben. Und da ging es dann halt so weit, dass sie dann gar keine Grenzen mehr gesehen haben. Es gab weder Scham, es gab, keine Ahnung... Wie gesagt, diese ganzen Einbrüche, dieses ganze immer übertreiben und die Leute anpöbeln, anpinkeln, das hat dann Überhand genommen. Ja, wir haben ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen, wie weit das jetzt mit den Drogen alles zu tun hat. Also ich meine, das waren krasse Typen auch ohne Drogen. Ne? Der Michael Alec hat ja wohl angeblich auch am Anfang eben gar nichts genommen. Und wer weiß, ob dann der starke Konsum, das alles noch mal ein bisschen verstärkt hat, also die Art und Weise, wie sie drauf waren, ne? Und die grenzüberschreitende Art halt noch mal verstärkt haben. Kann gut sein, ja. Es gab dann da diesen Dealer, diesen Angel hieß der, ne? Genau, einer von vielen, muss man sagen. Angeles, ja. Und der hat Alec dann ja immer mit Drogen versorgt. In dem Film spielt dann der Peter Gation ja auch noch eine Rolle, dass er irgendwie Michael Alec immer auf einen Entzug schicken will. Er das auch tut, soweit man das halt in der Dokumentation halt sieht. Glaube ich, zwei, drei Mal war er auf einer, die aber nicht gefruchtet haben. Ja, und Michael Alec hatte wohl auch mindestens eine Überdosis, ne? Also zumindest in dem Film liegt er einmal im Krankenhaus, ne? James & James hatte auch eine Überdosis und liegt dann im Krankenhaus. Ja, okay, sie haben es also ziemlich ausgereizt mit den Drogen. Ja. Dann kommt nämlich dieser Punkt, dass Michael natürlich auch gar kein Geld im Endeffekt mehr hat, weil... Ja, keine reiche Familie im Hintergrund. Genau. Und dann hat der Peter Gation ja irgendwie auch irgendwie den Hahn zugedreht, oder? War das nicht so? Genau, weil es einfach nicht mehr geht.
Die Polizei steht häufiger vor der Tür, die schließen den Club, weil festgestellt wird, dass da sehr viel Drogen konsumiert und gedealt wird. Und dann dementsprechend. Peter Gage war ja, glaube ich, auch so ein bisschen im Fadenkreuz, ne, von der Polizei. Genau, genau. Also das war dann halt so, dass er auch irgendwann paranoid wurde und halt einfach auch irgendwann durchgedreht ist. Und an diesem Zeitpunkt ist er dann halt immer untergetaucht für eine Weile. Das beschreiben die dann halt so, dass der Peter Gage schon Urlaub macht. Er hat sich so ein kleines Hotelzimmer gemietet und sich ein paar Prostituierte bestellt und hat dann unfassbar viel Drogen konsumiert, bis es ihm dann wieder besser ging. Das Ganze ist dann halt irgendwann total eskaliert und dann musste er halt auch so einsehen, dass Michael nicht mehr tragbar ist und ihn auf Kur schicken wollte. Ja, ich glaube, das ist dann halt auch so dieser Punkt gewesen, wo Michael dann halt kein Geld mehr gekriegt hat und dennoch aber seinen Drogenkonsum frönen wollte. Und man muss halt dazu sagen, dass Alec ja auch eine Wohnung von Peter Gation gestellt gekriegt hat, in denen er dann auch mit, ich weiß nicht wie vielen Leuten dann irgendwann... Mit seinen ganzen Leuten, also mit den ganzen, also nicht mit allen Clubkids, aber dann mit dem James & James, glaube ich. Der DJ Kiyuki hat da auch gewohnt. Freeze. Dann dieser Freeze, genau. Gitsy und Brooke haben auch da gewohnt, glaube ich. Ja, genau. Und Freeze ist auch nur ein Spitzname, ne? Das war auch irgendwie, den Namen habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Also auch einer, der irgendwie so auch immer dabei war. Einer genau, von den der Club-Kids. Hat genau Drogen auch verkauft irgendwie. Der ist irgendwie so Hutmacher oder so gewesen, irgendwie sowas in der Art. Genau. Ja, passt, ja. Und es gab dann halt einfach irgendwann mal einen Tag, an dem sie dann halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so einen Drogenentzug hatten. Also jetzt sprechen wir über Freeze und Michael Alec. Und dann fing es dann an, dass sie nach Drogen gesucht haben und wurden dann auch natürlich fündig. Und das war in den Reserven von Angel. Das war scheinbar auch extrem viel. Haben sie da in der Wohnung gesucht oder wie war das? Genau, Angel lebte ja auch mit denen zusammen da. Ja, ja. Und die wurden dann halt auch fündig. Das sieht man dann auch so richtig schön in diesem Film. Da gibt es ja im Endeffekt so eine Szene. Also man muss noch mal über diesen Film im Endeffekt noch ein bisschen detaillierter sprechen. Und zwar ist es so, dass es gefühlt ein Film ist, der in zwei unterschiedlichen Akten abläuft. Einmal der erste Akt, der Michael Alec und diese ganzen Club-Kids-Geschichten beschreibt. Und der zweite Punkt ist, wenn Michael anfängt, tatsächlich irgendwie auf Entzug zu sein und Freeze und er den Vorrat von Angel komplett aufbraucht, Angel reinkommt und dann im Endeffekt von Michael und von Freeze erschlagen wird. Und da fängt sozusagen der zweite Teil des Films an. Und da versuchen die das halt irgendwie auch zu rekapitulieren, was denn da passiert ist, weil die beide so dicht waren, dass sie auch nicht mehr wirklich wissen angeblich, was denn da jetzt passiert ist. Ja, da hast du jetzt das böse Ende sozusagen schon vorweggenommen. Also sie erschlagen den Dealer. Genau. Dem sie eigentlich auch befreundet sind, das ist nicht so ganz klar, aber irgendwie gehört er ja auch dazu. Und in dem Film ist es so, dass der Dealer dann Michael immer auf die Nerven geht, weil er immer sein Geld haben will. Genau. Also er hat die immer mit Drogen versorgt, hat aber dann wohl zumindest gegen Ende nie was dafür bekommen. Ja. Und dann sind wohl Freeze und, also in dem Film ist es so, dass dann der Angel erst auf Michael Alec losgeht und Freeze dann irgendwie mit dem Hammer von hinten kommt und auf den Kopf schlägt, den Angel. Dann fesseln sie ihn irgendwie und dann wollen sie ihn irgendwie noch ersticken mit einem Kissen und spritzen ihm so Rohrreiniger, was ich auch ganz furchtbar finde. Ja, das ist nicht ganz klar, ob sie es gemacht haben. Genau, das weiß man nicht. Okay, aber es kommt in dem Film halt vor. Genau, und das, was tatsächlich passiert ist, ist im Endeffekt, dass sie die Leiche dann erstmal so in die Badewanne gesteckt haben, ganz viel Eis geholt haben und ihn für mehrere Tage gekühlt, bis er dann angefangen hat zu stinken. Und da fing es dann halt an, da weiß man auch von Berichten von den anderen Clubkids, die da gewohnt haben oder zu Besuch waren, da gab es halt von jetzt auf sofort halt immer diese ganz komischen Gerüche, das fing dann halt an, irgendwie auffällig zu werden. Dann musste Freeze zu Macy's gehen, ganz viele Messer kaufen und auch einen riesen Karton. Ich habe mir einen riesen Fernseher gekauft, um einen riesen Karton zu haben. Das Ganze wurde irgendwie mit Heroin bezahlt.
war das auch irgend so ein Klappkit war. Das ist da auf jeden Fall belegt. Das ist krass. Also die müssen wohl die ganze Zeit auch so auf Droge und so betäubt auch gewesen sein, dass die anderen, die da ja auch noch waren in der Wohnung, dass die das irgendwie auch nur so ganz gedämpft mitgekriegt haben. Genau, die haben es alle nicht so wahrgenommen. Ich meine, anders kann man sich sowas Schreckliches ja auch gar nicht vorstellen. Und ich glaube, Michael Alec sich auch selbst direkt betäubt, um nicht mitzukriegen, was er da jetzt gerade super krass Schlimmes gemacht hat. Das sagen sie ja auch. Also die haben unfassbar viel Drogen, noch mehr Drogen als vorher genommen, um einfach nicht mitzubekommen, was sie da jetzt machen. Denn das Nächste, was passiert, ist tatsächlich, dass Michael den Angel zerstückelt, also wirklich Arme und Beine abhackt, den Kopf abhackt und dann verpacken sie ihn in diesen komischen Karton und fahren mit ihnen dann mit einem Taxi zum Hooversee, Hoover River und schmeißen ihn da rein. Es dauert dann tatsächlich mehrere Monate, bis er dann auch gefunden wird. Ja. Und parallel dazu färbt er sich die Haare rot, was von vielen Leuten dann auch bemerkt wird. Und was ja nicht ungewöhnlich ist, wenn man so ein bisschen mit Haarfarbe hantiert, dann kann es sein, dass man sich die Hände so ein bisschen einfärbt. Und da wird dann halt auch gemerkt, dass er komplett rote Hände hat. Und was auch noch auffällig ist, dass er eine Schnittwunde hinten am Hals hat. Das wurde von mehreren Leuten dann halt auch bestätigt und gesehen. Nur keiner hat dann irgendwie diesen Bezug da hingenommen. Im Anschluss ist das dann irgendwann rausgekommen, als die Kiste gefunden worden ist. Und ihm wurde dann von Michael Alec irgendwie so Geschichten gestreut, von wegen, dass ein Unbekannter einen Drogendealer erschlagen hat. Und er fing dann auch irgendwann an, leichtsinnig darüber zu reden, dass... Ja, und ich glaube, dann hat der James & James, war ja nicht dabei, aber er hat es ihm irgendwie erzählt. Also man muss dazu sagen, dass die beiden ja dann doch irgendwie beste Freunde waren, aber wohl dann da nicht zusammen. Ich glaube, James & James war auch im Krankenhaus, weil er wegen der Überdosis, oder? War das nicht so? Naja, auf jeden Fall war er halt nicht dabei. Genau, er war nicht dabei und er hat dann auch, glaube ich, auch gar nicht mehr in der Wohnung zusammen mit ihm gelebt. Das war ihm, glaube ich, dann auch irgendwann zu viel, als Brooke und Gypsy da gewohnt haben und das war einfach nicht mehr erträglich genug, weil er ja auch seinen unglaublich tollen Roman schreiben wollte, zu dem er ja nie gekommen ist. James und James, genau. Der wollte ja Schriftsteller werden eigentlich. Schriftsteller sein, ja. Genau. Und da ist es halt soweit irgendwann dann halt eskaliert und der Angel wurde ermordet. Er wurde dann den Fluss runtergeworfen. Es wurde die Leiche wiedergefunden und natürlich zeigte dann natürlich alles so Richtung Michael. Er floh dann mit Gypsy nach Denver. Zwischenzeitlich war er noch, glaube ich, bei seiner Mutter und wurde dann halt tatsächlich dann auch in Denver dann von der Polizei verhaftet, nachdem sie irgendeinen Tierladen, eine Tierarztpraxis geplündert haben und Ketamin geklaut haben. Okay, ja. Gut, das ist in dem Film jetzt gar nicht mehr so dargestellt. Also der Film endet ja so. Irgendwie. Ja, die zeigen so zwei, drei Sachen, werden dann auch noch angesprochen, dass sie dann halt noch diese lange Reise haben und dann die Polizei sie sozusagen aufgreift und einsperrt. Das Interessante, was auch noch in dieser Schokumentary, so nennt sich ja diese Dokumentation. Genau, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, gab halt zuerst, also zuerst hat der James & James das ein Buch geschrieben, Disco Bloodbath, über die ganze Zeit mit Michael Alec bis zu dem Mord, über die ganze Geschichte. Vielleicht war das auch so ein bisschen dann sein großer Roman, den er immer schreiben wollte. Und auf der Basis dieses Buchs ist dann eine Dokumentation gemacht worden, Party Monster, The Shockumentary. Und das Ganze ist dann nochmal als Spielfilm verfilmt worden. Und das ist dieser Party-Monster-Film, auf den wir uns jetzt die meiste Zeit bezogen haben. Genau, und dieser Shockumentary wird ja auch der Michael so ein, zwei Monate vorher interviewt, bevor er dann gefasst worden ist von der Polizei. Ja, genau. Und da weiß er ja immer noch nicht, was da mit Angel passiert ist und spricht da auch ein bisschen um die Geschichte herum. Was halt ganz interessant ist, wenn man sich das dann im Nachhinein anschaut, dann achtet man auch ein bisschen mehr darauf. Und genau, er kommt dann im Endeffekt dann auch ins Gefängnis, wird dann verurteilt. Das dauert dann auch ein bisschen. Tja, 10 bis 20 Jahre, finde ich auch interessant, warum das so unklar ist. Also er ist ja, glaube ich, de facto fast 20 Jahre im Gefängnis geblieben, ne? Bis letztes Jahr, bis 2014. Ja, genau. Also er wurde. Moment, wann ist er in den Knast gekommen?
Schau gerade mal, ich hatte das hier. Ermordet wurde Angel am 26, also 1996, also im März wurde er ermordet. Im November 96 wurde die Leiche im Fluss gefunden, was ich auch total krass finde, dass da so eine riesen Zeitspanne dazwischen ist. Schuldspruch 97, Im lese ich Oktober, gerade. genau. Also Das, 17 Jahre, ja. genau. Da gab es dann ja auch mehrere Versuche von ihm auch früher rauszukommen. Genau. Und das Problem, was er ja dann hatte, nee, 98 kam dann sozusagen diese Party Monster Shockumentary raus, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Und 2003 der eigentliche Party Monster Film mit Größen wie Macaulay Culkin, den man auch aus Kevin allein zu Hause kennt. Na, der spielt den Michael Alec Genau, Seth Green, und der den Seth James Green. Green. Wo kennt man denn Seth Green nochmal her? Ich kenne ihn eigentlich aus Buffy. Oder? Da spielt er doch auch mit. Ja, also das ist ja ein ganz bekannter Comedian, der hat auch viele andere Filme gemacht. Ja. Also Ja. er macht auf jeden Fall sehr, sehr viel in dem Bereich. Und Marilyn Manson und auch noch ein paar andere Schauspieler, die Ja, vielleicht relativ bekannt sind. Chloé Sevigny. Gott, ich habe heute Probleme mit den Namen. Die spielt halt die Gizzy. Ah, stimmt, ja. Nicht unbekannte Schauspielerin. Das stimmt. Und dieser ganze Film ist im Endeffekt auch unfassbar gut kombiniert mit dem Soundtrack, finde ich. Die Art und Weise, wie die Schauspieler die Charaktere darstellen, dieses Spielerische, dieses Verrückte, dieses Spaß an diesen ganzen Verkleiden, das kommt da so richtig rüber. Dieses Gezanke zwischen Michael Alec und James St. James, das kommt da so richtig schön raus und wird da richtig schön dargestellt von den beiden. Und ich glaube, die hatten auch beide richtig viel Spaß, diese Figur zu spielen. Obwohl ich fand, so viele Partyszenen sind in dem Film ja gar nicht. Also es geht sehr viel um James St. James und Michael Alec, um die Interaktion zwischen den beiden. Aber ich finde so, ja, so richtig viel von dem, was sie da jetzt tatsächlich gemacht haben immer und wie die Partys waren, ist, fand ich jetzt gar nicht. Es sind nur so Aber ich ein meine, paar vielleicht ist das auch Andeutungen. letztlich, ja, vielleicht ist es auch letztlich langweilig, irgendwie zu zeigen, was auf den Partys passiert ist in so einem Film. Das kann schon sein. Das Shockumentary wird ja auch so ein paar Sachen gezeigt. Also, das ist schon. Natürlich im Film wirkt das natürlich dann deutlich besser und hübscher und schöner, aber im Endeffekt ist dann halt die Realität dann auch ein bisschen langweilig. Und ich glaube, was willst du dann auch großartig in dem Film zeigen, wie Leute tanzen? Ja. Ja, da waren die ganzen Na gut. Showacts und die Klamotten und alles, was drumherum passiert ist, dann doch ein bisschen interessanter. Okay, also Michael Alec ist 17 Jahre im Knast und währenddessen wird aber sozusagen sein zweifelhafter Ruhm wird fortgeschrieben durch diese beiden Filme und das Buch. Und ja, was macht James St. James in der Zeit? James Nicht mehr und viel, oder? ja, doch, also 99 hatte er ja dieses Disco-Blutbad Das geschrieben. Buch? Das Buch, Genau, genau. worauf die auch basieren. Genau, und parallel ist Oder? er auch. Ja, genau. Disco Blutbad ist im Endeffekt eigentlich das, was wir als Party-Monster-Film kennen. Das ist die komplette Grundlage für den Film. Nicht nur das, sondern auch 2004 hatte er ja auch noch ganz viel Kontakt mit Michael Alec und fing dann an, die Telefongespräche, die zwischen den beiden stattgefunden haben, so ein bisschen zu transkribieren. Und diese Gespräche sind so ein bisschen, ja, grenzwertig. Also da wird sehr viel über Drogen, Sex und einiges gesprochen, was da drin vorkommt, was eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel wie Michael früher entlassen werden möchte und dann Ja. zu den zuständigen Behörden geht und sagt, hier, lasst mich mal frei, ich habe verstanden, dass das alles nicht so richtig war, was ich gemacht habe und das war ja unter Drogeneinfluss und ich bin ja eigentlich nicht so, kommt das halt nicht so gut, wenn ein Film wie Party Monster, der ja wirklich sehr, sehr extrem ist und diese ganze Sache auch glorifiziert hat. Also Michael Alec ist ja ein Riesenstar, also bei den Teenagern dann auch gewesen, ja, zu der Zeit auch. Also das hat er auch polarisiert, weil auch diese ganzen Stars auch polarisiert haben, auch zu der Zeit. Ja, aber gut, bei der Frage waren wir ja vorhin schon, wie groß er tatsächlich jetzt ein Star war. Also ich glaube, Also im Nachhinein, jetzt würde ich sagen, durch den Film wurde das noch ein bisschen angetrieben, denn danach fing er ja gut. auch an, irgendwie Briefe wieder zu bekommen von den einzelnen Ja.
Fans von ihm. Und dieser ganze Kontakt ist dann halt immer größer geworden nach außen hin. Und er hatte dann ja, wie gesagt, dann versucht dann halt mit James St. James, mit diesem komischen transkribierten Telefongespräch auch wieder ein bisschen Kontakt nach außen zu bekommen. Genau, das war in der Zeit, als Michael Alec im Gefängnis saß, haben die beiden telefoniert und James St. James hat das aufgezeichnet. War das denn mit Wissen von Michael Alec oder nicht? Ja. Das war mit Wissen von ihm, warum und wieso. Also wenn du dir dieses ganze Gespräch mal durchliest, ich habe jetzt nur einzelne Sachen rausgekriegt, also durchgelesen, das ist schon sehr, sehr grenzwertig, worüber der da schreibt. Auch so, wie gesagt, über viel Drogen und Sex und über die ganzen Gangmitglieder, die da unterwegs sind und was da jetzt gerade abgeht. Im Gefängnis, was im Gefängnis abgegangen ist. Genau, was im Gefängnis abgegangen ist. Und parallel stellt er ja auch einen Antrag auf frühzeitige Entlassung. Und diese werden dann dementsprechend abgelehnt, weil halt, wie gesagt, dieser Film und diese ganze Dokumentation wieder so an, ja, so einen Hype gewonnen hat, dass halt auch tatsächlich die zuständigen Leute, die dann darüber urteilen, ob er dann jetzt entlassen wird oder nicht, dann auch sagen, nee, also das geht gar nicht. Und deswegen wird 2006 auch seine Entlassung abgelehnt. Aha. 2008 wird es erneut abgelehnt, weil er mit Drogen aufgefunden wird. Mhm. Was man zu dieser ganzen Geschichte, zu seiner ganzen Gefängniszeit sagen muss, die Leute, die ins Gefängnis kommen und so leicht hundig sind etc., haben es da meistens nicht so einfach. Die werden dann halt so als Beute. Das sagt das Klischee auf jeden Fall, direkt in der Dusche direkt erstmal vergewaltigt. Das sagt doch das Klischee. Genau. Ja. Und das Ding ist, ich hatte auch mal eine Dokumentation über so Insassen, Schwule, Trans-Insassen gesehen und die berichten da auch so ein bisschen, dass der Stellenwert von jemandem, der so feminin ist, je nachdem wie er sich gibt und an wen er gerät, sehr, sehr weit unten ist. Also kurz vor den Kindesvergewaltigern und Mördern. Also das ist nicht sonderlich positiv. Michael hatte aber das Glück, dass die meisten Drogenbosse, die da drin saßen und von außen relativ viel noch mitgemacht haben und auch zu der Zeit, wo Michael irgendwie die Partys geschmissen hat, sehr, sehr profitiert haben davon, dass Michael seine Partys geschmissen hat und die da einfach in Clubs reingelassen hat. Deswegen hat er so ein bisschen so ein Brett im Schein. Er hat einen guten Standbein, guten Stand bei denen. Genau, und deswegen hat er auch relativ viel Drogen gekriegt von denen und hatte auch die Möglichkeit, irgendwie in Ruhe gelassen zu werden. Also er hatte da nie wirklich extreme Probleme. Der hat sich da sehr, sehr gut integriert und die haben ihn so ein bisschen beschützt. Das hat er im Nachhinein so ein bisschen erzählt, dass das halt gar nicht so tragisch war für ihn. Ja gut, weiß man natürlich nicht, wie sehr das stimmt. Vielleicht hat er das auch nur so erzählt. Gut, okay. Genau, auf jeden Fall geht es dann halt weiter. 2011 kommt dann halt die besagte Limelight-Dokumentation, über die wir ja ganz kurz gesprochen haben. Da wird so ein bisschen über den Peter Gation gesprochen. Und der Michael Alec wird dann halt auch im Knast gezeigt, wie er dann halt in so einem grauen Raum, in so einer grauen Kluft mit vergitterten Fenstern im Hintergrund gezeigt wird und so ein bisschen über Peter Gation herzieht. Ja, und wie hat Michael Alex sich denn jetzt entwickelt im Knast? Also, du sagtest in den Telefoninterviews, also Drogen hat er ja immer noch genommen, wie du sagtest, und was hat das so hinterlassen bei ihm? Ja, also es ist im Endeffekt so, dass Michael Alec ja nicht einfach rumgesessen hat und sich gelangweilt hat, sondern er fing dann irgendwann an, sich künstlerisch zu betätigen, er fing an zu malen. Mhm. Aus diesen ganzen Geschichten malen und wie er sich im Endeffekt dann nach außen hin dann demnächst halt auch präsentieren möchte, hat er im Endeffekt Jahre hinweg mit James St. James und Ernie Glam, so die sozusagen das Hühnchen, also Clara das Huhn, da hatte er ja auch noch ganz viel Kontakt dazu und auch zu den einzelnen anderen wie Kiyoki etc. Und die haben eigentlich alle drauf gewartet, dass er jetzt endlich mal rauskommt und dass es dann halt in irgendeiner Art und Weise weiterging. Denn da sehen wir ja schon wieder, dass Michael Alec ein sehr, sehr wichtiger Punkt für diese ganzen Leute war. Denn er hat diese ganze Szene halt so ein bisschen beflügelt. Das heißt, also ist dein Eindruck jetzt nicht, dass sie sich von ihm abgewendet haben? Weil das habe ich nämlich jetzt gedacht, so dass alle waren ja dann doch ziemlich entsetzt, dass der tatsächlich jemanden umgebracht und so bestialisch halt auch umgebracht und dann auch zerstückelt hat. Und aber jetzt scheint da teils, teils. Da wieder
Ja. Also es ist tatsächlich so, dass es, also wir können ja mal darüber sprechen, er wurde ja 2014 entlassen. Und es ist dann halt so, dass er sich auch in der Nähe von New York aufhalten musste und die Auflagen hatte, auch nicht feiern gehen zu dürfen. Und auch, ja. Ja, okay. Freeze, ja. Der der ist ja auch gleichzeitig verurteilt worden, der ja. ist ganz ja auch entlassen. Genau. Genau, und er wurde auch entlassen und die dürfen halt auch keinen Kontakt miteinander haben. Also da ist eine absolute Kontaktsperre. Die dürfen nichts miteinander zu tun haben. Und jetzt ist es so, hat er natürlich im Nachhinein das Problem gehabt, er musste ja irgendwie unterkommen. Und Ernie Glam, der ist der Einzige sozusagen gewesen mitunter, der ihn ja so ein bisschen unter die Fittiche genommen hat. Also er wohnt die ganze Zeit mit ihm zusammen, seitdem er entlassen worden ist. Er hilft ihm dann auch so ein bisschen finanziell. Ernie arbeitet irgendwo, glaube ich, im Büro, ist aber immer noch so ein bisschen, ja, so ein kleiner Designer, der immer noch so versucht, so ein bisschen das aufrechtzuhalten, was er damals zur Clubzeit halt auch immer versucht hat, so zu etablieren, was er nicht geschafft hat, wie zum Beispiel Richie Rich, der ein angesagter Modedesigner ist. Das ist er leider nicht geworden, aber er ist halt so die einzige Person, die ihn halt wirklich weiterhin ohne irgendwie Forderungen unterstützt hat. Und es ist so, dass er dann auch angefangen hat, mit seiner Kunst, die er dann übers Internet verkauft hat, so ein bisschen bekannter zu werden. Und dann fing es dann an. Er hat Bilder gemalt. Er hat Bilder gemalt. Genau, er hat so ganz, ganz komische Bilder gemalt. Die können wir mal verlinken. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. So ein bisschen Pop-Art-artig. Aber auch ein bisschen sehr trashig. Also ich weiß gar nicht, ob ich das hübsch oder einfach nur schlimm finde, was er da fabriziert. Aber es ist auf jeden Fall was nicht jeder macht. Und jetzt, nachdem er halt seine ganzen Auflagen erfüllt hat, darf er ja auch wieder Party machen, darf er sich halt auch im Land ein bisschen freier bewegen, darf aber leider noch nicht ausreisen, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Und die ersten Sachen, die er dann halt nach seiner Entlassung, nach diesen ganzen Geschichten jetzt gemacht hat, waren ja seine ganzen Werke da auszustellen. Dann kurz darauf. Sie hat auch ein Porträt von Lee Bowery gemacht. Genau, ja, genau. Ich meine, die Poor auch, also seine ganzen alten Stars. Mitstreiter, ja. Und er hat tatsächlich auch noch Kontakt zu Amanda Lepore, auch zu dem DJ Kiyoki und auch zu James St. James. Er hatte nämlich dann, nachdem er dann entlassen worden ist, auch mit diesem Ernie angefangen, einen YouTube-Kanal zu eröffnen. Ja. Mit dem Namen The Pew. und das sind im Endeffekt so ganz schlechte Videoaufnahmen, die über 10 Minuten gehen und die so ein bisschen darüber erzählen, was jetzt gerade bei ihm los ist, wie es denn damals war. Und er beantwortet so ein bisschen die Kommentare, ist auch so ein bisschen auf Twitter unterwegs. Da lernt er sozusagen so ein bisschen damit auch umzugehen, wie man mit Handys umgeht, mit Smartphones. Ist total. Hat er ja jetzt alles, die ganze Entwicklung hat er ja verpasst. Genau, das holt er alles nach. Er guckt irgendwie die ersten Wochen nur Jersey Shore und Kim Kardashian-Sendungen und will sozusagen alles nachholen, was er verpasst hat. Genau. Und darüber spricht er dann halt auch in der Show und erzählt dann halt auch so ein bisschen, mit wem er dann halt noch Kontakt hat, mit wem er keinen Kontakt hat. Dann kommt auch DJ Kiyoki auch zu Besuch. Man sieht dann halt auch eine Show, wo man ihn dann halt vor der Kamera hat. Dann kommt auch James St. James dazu und sie erzählen so ein bisschen über die Zeit, wie die denn den Kontakt gehalten haben. Also es ist alles im Endeffekt, man merkt, er möchte unbedingt weiter so da sein. Also man möchte, also er möchte berühmt sein, weiterhin berühmt sein, aber hat halt so ein bisschen das Problem, dass tatsächlich nicht alle Leute so von damals auch versuchen, ihn da sehr zu unterstützen. Ja, ich meine, die haben halt alle Angst. Ist ja, er hat jemanden umgebracht. Ne? Ja, ist halt schwierig. Eine problematische Person. In einem Interview, was ich gesehen habe mit ihm, da gibt er sich aber auch wirklich sehr geläutert und sehr ruhig. Also wirklich als jemand, der, ja, ich habe was ganz Schlimmes getan. Ich war dafür 17 Jahre im Gefängnis. Und jetzt will ich aber versuchen, noch irgendwas Sinnvolles mit meinem Leben zu machen. Irgendwie. Und das fand ich ganz interessant, weil da sagt er dann ja auch, ja, ich habe damals ja schon versucht, so mit meinen Partys so
die Leute anzuziehen, die sonst irgendwie so die Dropouts sind, die irgendwie die Außenseiter sind. Die geschnitten werden von der ganzen Gesellschaft. Dass er versucht hat, die für die irgendwie einen Anziehungspunkt oder so ein, ja, sowas, denen sowas zu bieten und dass er da, also daran gerne anknüpfen würde jetzt. So, wie auch immer. Also ich glaube, der hat das dann nicht näher erläutert. Mhm. Aber das fand ich ganz interessant, dass er sich da so sehr geläutert und so sehr, ja, als sehr ein anderer Mensch halt auch gibt. Das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber das fand ich interessant. Das ist jetzt so die Frage. Also man merkt auf jeden Fall, dass dieser ganze über Jahre gehende Drogenkonsum so ein bisschen an ihn, ja, hängt. Also er wirkt ein bisschen fertig. Er ist halt auch ein bisschen älter geworden. Ja. Das Ding ist halt auch, das hinterlässt ja auch seine Spuren, wenn du im Knast bist. Wenn du gefangen bist irgendwo und dann rauskommst in die freie Welt und halt aber trotzdem noch deine Auflagen hast und überall alles machen möchtest. Ja, das ist er jetzt 48, 49. Also ganz ehrlich, ich finde, so alt sieht er nicht aus. Also. Er hat ja auch nie wirklich gearbeitet. Also er hat überwiegend Party gemacht. Also jetzt mal ganz im Ernst. Ja, gut, aber von Partys und Drogen, das macht dich doch auch fertig, körperlich. Ja, natürlich, klar. Also aber, die Art und Weise, wie er spricht, das merkt ja. Man ja auch schon. Das ist halt etwas, man merkt halt, dass er eine Drogenkarriere hat. Also das ist halt kein Mensch, der im Endeffekt sein ganzes Leben lang Bio gegessen hat und früh schlafen gegangen ist. Definitiv nicht. Also er ist auch so ein bisschen hippelig, er hat ja auch eine psychische Krankheit, also das ist ja auch bewiesen. Ich weiß jetzt nicht, was er da genau hatte. Genau, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Das weiß ich auch jetzt nicht, wie weit da er psychisch krank war oder ist oder was das für eine Rolle gespielt hat, die ganze Zeit schon. Das in einem Wiki-Artikel stand, glaube ich mal, soweit ich mich erinnern kann, dass es tatsächlich irgendeine psychische Krankheit war, die diagnostiziert worden ist, die auch sehr, sehr extrem sozusagen bei ihm, wie kann man das nennen? Also die Ärzte, die das diagnostiziert haben, meinten, dass es sehr, sehr ungewöhnlich hoch war, was man da festgestellt hat bei ihm. Was auch immer das jetzt gerade war. Es war irgend so eine, ich glaube, Schizophrenie oder sowas, die auch scheinbar auch durch die Drogen rausgekommen ist. Ja, das kann ja sein. Ja, müssen wir nochmal nachgucken. Genau. Und das Problem, was er jetzt halt so hat, also einerseits möchte er dann halt tatsächlich so ein bisschen anknüpfen an die ganzen alten Zeiten und hat halt noch so die ganzen Kontakte und es hört sich jetzt auch nicht so an, als hätten die keinen Bock auf ihn. Also viele, viele haben ja auch immer noch Kontakt mit ihnen und haben aber immer noch so ein bisschen Angst, dass dieses Stigmata von ihm so rüberrutscht und dass die dann halt eventuell ja so einen negativen Touch bekommen. Ne? Das so, außer natürlich so Leute wie Marilyn Manson oder Seth Green oder Macaulay Culkin, also die finden das alles sehr, finden ihn total interessant, ne? Die lassen sich auch mit ihm fotografieren. Das ist auch alles kein Ding. Aber alle anderen, die warten, glaube ich, noch so ein bisschen drauf, bis da noch was Neues kommt. Und da kommt nämlich jetzt das Neue im Spiel. Also nicht nur, dass er seine ganzen Bilder und seine ganze Kunst recht gut verkauft. Das hat ja auch ganz gut eingeschlagen. Also auch diese ganzen Ausstellungen, die sind halt gut besucht gewesen. Wie viel er davon jetzt verkauft hat, weiß ich nicht. Parallel kommt auch nächstes Jahr ein Film, in dem er mitspielt, in einem Horrorfilm, was halt auch so ein bisschen okay, kann man machen. Würde ich jetzt nicht machen mit so einer Vergangenheit. Ist auf jeden Fall schwierig. Und naja, vielleicht ist das die einzige Filmrolle, die er bekommen kann. Kann sein, aber vielleicht. Also er träumt ja davon, dass er so eine Real-TV-Show kriegt. Ne? Deswegen macht er dieses YouTube-Ding die ganze Zeit. Aber da kommt ja momentan noch nichts. Also die nehmen jetzt auch schon seit einem Jahr auf. Und so ein großer Durchbruch ist es nicht. Auch seine erste Single, die er veröffentlicht hat, What's In, die er mit Kiyoki zusammen aufgenommen hat, die war jetzt auch nicht so der Brüller. Ne? War jetzt okay. Also erinnert so an diese alten Hits, vielleicht technolastig, so ein bisschen gesampelt, aber ja, ganz gut. Kann man sich anhören. Und jetzt wird er auch noch seine Memoiren veröffentlichen. Mit dem interessanten Namen Caligula, genau. Also nicht Caligula, sondern Caligula. Ja, das ist ein lustiges Wortspiel.
Und als nächstes, was jetzt nochmal zum Abschluss kommt, der will eine Fashion-Line sozusagen veröffentlichen. Die kommt jetzt Anfang nächsten Jahres oder so auf den Markt. Okay. Das ist jetzt, wo er gerade steht. Und er ist so ein bisschen am, ja, balanciert so langsam vor sich hin. Und jetzt ist halt die Frage, kriegt er das hin oder stolpert er und fällt direkt auf die Fresse? Anders kann man es nicht sagen. Also das ist jetzt wirklich interessant. Oder verschwindet dann doch in der Bedeutungslosigkeit. Oder er stirbt. Und dann wird er richtig gucken. Also, ja, das war... Keine Ahnung, ich sag's dir, also wenn der jetzt sterben würde, er hat jetzt einige Porträts und einige Kunst und Lieder rausgebracht. Wenn er jetzt sterben würde, ich glaube, das wäre dann eine Riesensaga, die dann wie bei Michael Jackson etc. aufgemacht wird. Ne? Ja. Also man kann da sehr viel reininterpretieren. Ja, ist es aber doch jetzt schon. Ich meine, er hat ja schon die Dokumentation, das Buch und den Film, die alle dieses krasse Leben beschreiben. Ja. Er ist ein sehr kreativer Mensch. Er ist einer, der andere Leute beflügeln kann, über sich hinauszuwachsen. Ja. Also eigentlich ideal. Wobei man natürlich auch noch mal ein bisschen anhängt. Also wir müssen noch ein Stückchen zurückgehen. Die Zeit, wo sozusagen Angel gestorben ist, da versuchte er ja wieder mal ein paar Partys anzufangen. Und da ist er halt total geläutert. Also da ging es dann auch langsam bergab. Und ich weiß halt nicht, was passiert wäre, wenn er dann nicht gefasst worden wäre und diesen Exkurs nach Denver und da sozusagen verhaftet worden ist und dann ins Gefängnis und jetzt dieser ganze Film etc. Wenn das nicht gewesen wäre, ich weiß nicht, ob er eventuell auch so... Ja, jetzt ein Mitte 40-jähriger alter Mann gewesen wäre, der. Und wäre wahrscheinlich vielleicht jetzt auch nicht so bekannt und hätte jetzt die Möglichkeit, was Neues zu machen. Er hatte ja jetzt Zeit, ne, darüber nachzudenken, was er denn kreiert und konnte so ein bisschen die Batterie aufladen. Und jetzt startet er natürlich in den letzten Lebensjahrzehnten, die er noch hat, doch mal komplett durch. Ja, schauen wir mal. Keine Ahnung. Gut. Ja, ich glaube, wir sind so gut wie am Ende jetzt. Ja, mit würde unserem ich auch sagen. Thema. Muss man mal hier das Kapitel Michael Alec und die Club Kids beenden. Hast du noch irgendeinen abschließenden Gedanken oder so? Oder irgendwas, was wir jetzt noch nicht thematisiert haben? Also im Endeffekt, wenn man sich wirklich so dieses Ganze mal anguckt, wenn man sich mit diesen ganzen Club Kids beschäftigt, ist da immer irgendwie das Gefühl, dass den Leuten halt dieser Zauber fehlt. Und in jedem Jahrzehnt gibt es so einen Moment, glaube ich, wo das dann halt immer so ein bisschen hochrutscht oder so aufkommt. Und ich glaube, dass das halt so ein inneres Bedürfnis von den Menschen ist. Und nicht nur dieses Gefühl, selbst prominent und bekannt und ganz toll zu sein, sondern auch jeder irgendwie so eine Starfigur, so eine Ikone braucht. Ich bin mal gespannt. Ich denke mal, so in 10 Jahren würden wir sehen, was es dann sozusagen in den Nullerjahren bei uns war. Vielleicht ist es ja sogar Lady Gaga. Ja, obwohl bei den Club Kids war ja vielleicht auch das Besondere, dass es halt, und das hast du ja am Anfang auch schon gesagt, dass das normale Leute waren, ja, die das von sich aus irgendwie gemacht haben und wo alle irgendwie dazukommen konnten. Ja, du musst es halt jetzt nicht irgendwie, du brauchst es weder irgendwie eine große Plattenfirma im Hintergrund oder musst es, was weiß ich, wie begabt sein, so, sondern du konntest halt einfach nach New York gehen und famous und fabulous werden, so, weißt du? Also du konntest halt deine 15 Minuten Ruhm abholen. Ja, und ich weiß nicht, vielleicht ist es heute... findet heute sowas ja dann nicht mehr in den Clubs statt, sondern bei YouTube. Stimmt, ja. Also jetzt eine ganz spontane Hypothese von mir. Ja, das kann natürlich sein. Gut. Ja, dann sind wir fertig, oder? Genau, würde ich auch sagen. Okay, ja, dann vielen Dank, Chris. Ja, danke, Markus. War super. Interessant, ja. Lustig, sich über dieses Thema so genau zu unterhalten. Das macht man ja auch sehr selten eigentlich. Das stimmt. Gut, alles klar. Dann tschüss zusammen. Jo, tschüss.